1911. Seit der letzte Besitzer der Mark Brandenburg gestorben ist, herrscht hier das Chaos. Die Mark gehört nun wieder König Sigismund und der sitzt weit weg in Ungarn. Wo kein Oberhaupt ist, ist auch keine Ordnung. Im Sommer kommt der Prignitzer Ritter, der edle Kaspar Ganz von Pudlitz, aus Budapest von einer Beratung mit dem König Sigismund zurück. Die Sache ist leider anders gelaufen, als er gedacht hat. Denn der edle Kaspar Ganz von Pudlitz hatte ganz unedel gedacht, dass der König ihn, nachdem er schon den weiten Weg bis Ungarn gemacht hat, zum neuen Herrscher der Mark macht. Übrigens auch den Prignitzer Raubrittern hätte das gut gefallen. Nur der König Sigismund denkt anders. Er macht einen Nürnberger zum neuen Markgrafen. Aber jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Denn die Prignitzer pfeifen auf den Tand von Nürnberg. Dies ist das Denkmal des Nürnberger Burggrafen Friedrich VI. Aus dem Geschlecht der aus Schwaben stammenden Hohenzollern. Ihn ernennt der König zum rechten Obristen, gemeinen Verweser und Hauptmann der Mark Brandenburg. Die Mark ist zu einem Nebenschauplatz der Geschichte geworden. Die Interessen des Königs liegen nicht in diesem entfernten Teil seines Herrschaftsgebietes. Darum gibt er die dortige Position ohne Not auf und tritt Brandenburg an seinen verdienten Amtsträger und Söldnerführer Friedrich VI. Von Nürnberg als Lohn für dessen Verdienste ab. Am 22. Juni 1412 trifft der Nürnberger Burggraf mit einem Gefolge fränkischer Ritter in der Mark ein. Aber der neue Landesherr ist bei vielen Adligen in Brandenburg alles andere als willkommen. Besonders die mächtigen Familien des Havellandes, der Prignitz und der Altmark sind es, die sich nun unter der Führung der Quitzos gegen den Nürnberger, den eingesetzten Burggrafen Friedrich, zusammenschließen. Sie verweigern die Unterwerfung, auch wenn es ein Jahr lang Burggrafen regnen sollte. Sie halten sich auf ihren Burgen für unantastbar. Sie vertrauen auf den Eid, den sie sich gegeben haben, auf ihre Waffen und vor allem auf die Festigkeit der Steinmauern, hinter denen sie sich verschanzen können. Friedrich ist gezwungen, die Störenfriede gewaltsam niederzuringen. Da er keine große Streitmacht hat, setzt er eine neu entwickelte Waffe ein, die Artillerie. Die neuartigen Geschütze schießen mit schweren Steinkugeln Breschen in das Mauerwerk der Burgen, die dann im Sturm genommen werden. Die schwerste Kanone, die Faule Grete, gelangt bei den Märkern zu sagenhaftem Ruhm. Nur alle 3 Stunden kann die Faule Grete feuern und 36 Pferde müssen sie in ihre Stellung ziehen. Die Kanonen werden aus Braunschweig geholt und vom Herzog von Sachsen geliehen. Nach 2 Jahren hat Friedrich von Hohenzollern den Widerstand der märkischen Ritter gebrochen. König Sigismund erkennt, dass sein Statthalter seinen Machtanspruch in Brandenburg durchzusetzen weiß und hat nun keine Bedenken mehr, Friedrich zum erblichen Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg zu ernennen. Dies geschieht in einer feierlichen Zeremonie auf dem Konstanzer Konzil, der größten Kirchenversammlung des Jahrhunderts, auf der das ganze Abendland vertreten ist. Hier wird der Nürnberger Markgraf am 30. April 1415 zum Kurfürsten der Mark ernannt. Mit ihm beginnen 500 Jahre Hohenzollernherrschaft in Brandenburg. Es ist das gleiche Konzil, auf dem der tschechische Reformator Johannes Hus seine Gedanken gegen das Streben der Kirche nach weltlicher Macht und Reichtum darlegt. Er wird unter Bruch der Zusage für freies Geleit
auf dem Konzil als Ketzer abgeurteilt und am 6. Juni 1415 verbrannt. Ein Sturm der Entrüstung bricht unter der Anhängerschaft in Böhmen und Mähren los. Die Hussiten schlagen in blinder Wut auf alles ein, was sich zu der alten Kirche bekennt. Der Papst ruft zu einem Kreuzzug gegen die böhmischen Ketzer auf. Und der Kaiser erinnert sich seines Feldherrn Friedrich, den er gerade zum Kurfürsten von Brandenburg ernannt hat. Friedrich führt nun das Reichsheer gegen die Hussiten. Sie fallen in die Niederlausitz und anschließend auch verheerend in die Mark ein. Die Vorstädte Frankfurts gehen in Flammen auf. Es kommt zu Plünderungen und zu Brandschatzungen. In der Umgebung Berlins, bei Fürstenwalde und Strausberg. Dann ziehen die Hussiten in Richtung Bernau. Vor der Stadtmauer von Bernau kommt der Feldzug zum Stocken. Und die Legende berichtet, dass das Bier dabei eine Rolle gespielt habe. Das Bier. Ja. Vielleicht ist es vererbt, das Bier trinken. Schon im Mittelalter galt es als Volksgetränk und wurde als Nahrungsmittel zu allen Gelegenheiten getrunken und wurde den Speisen beigemischt. Viele Zünfte in Brandenburg lebten von der Bierbrauerei. Am berühmtesten war das Bernauer Bier. Seine Qualität wurde nach der Klebekraft gemessen. Zur Bierprobe kamen die Ratsherren zusammen, setzten sich mit Lederhosen auf Schäme, die mit Bier begossen waren. Auf ein Zeichen erhoben sie sich alle. Und der Schäme musste am Hosenboden kleben bleiben. Blieb der Schäme am Hintern kleben, dann schrien alle begeistert: Das Bier klebt, das Bier ist gut. Wussten Sie, dass das Bier die Stadt Bernau vor den Brandschatzungen der Hussitenheere gerettet hat? Die Frauen haben kochende Seihe, Schlempe und Maische den Angreifern auf den Schädel gegossen. Das waren böse Bier. Prost. Ja, tatsächlich gibt es bis heute einige Unterheiten über den schnellen Rückzug der Hussiten. Und so konnte sich der vergnügliche Bericht über das Bier als angebliche Wunderwaffe hartnäckig halten. Darum wird dieses Ereignis jedes Jahr als Volksfest gefeiert. Noch gibt es keinen politischen Mittelpunkt des Landes. Die Kurfürsten sind Reisefürsten und ihre Burgen liegen immer außerhalb der Städte. Die Städte aber sind inzwischen zu selbstbewussten politischen Größen herangewachsen. Und so kommt es zu Machtkämpfen zwischen ihnen und dem Landesherrn. Kurfürst Friedrich II., der Sohn des Nürnberger Burggrafen, will ausgerechnet in der wohlhabenden Kaufmannsstadt Berlin-Köln ein Schloss erbauen. Eine Burg innerhalb der Stadtmauern, für die Bürger eine Demütigung. Um seine Macht zu demonstrieren, lässt der Kurfürst 1443 am Spreeufer den Grundstein legen. Die Bürger der Doppelstadt boykottieren den Bau. Sie hindern die Handwerker am Betreten der Stadt, fluten den Bauplatz, schaffen die Steine fort und stürmen die kurfürstliche Kanzlei. Der Aufruhr erhält später den Namen Berliner Unwille. Aber Friedrich II. Hat nicht umsonst den Beinamen der Eiserne erhalten. Der Kurfürst setzt das Bauvorhaben durch.
1452 bezieht er das Schloss und macht so die Sprechstätte zum Hauptstandort seines Hofes, also zu seiner Residenz. Die Bilder, die uns von dem alten Schloss erhalten sind, stammen aus späteren Zeiten. Hier sieht man noch ausgegrabene Reste des späteren prächtigen Berliner Hohenzollernschlosses. Und vielleicht sind darunter auch noch Mauerreste des ersten Baus. Doch auch mit dem neuen Schloss sind die Hohenzollern in der Mark Brandenburg noch nicht heimisch geworden. Sind sie der Amtsgeschäfte müde, ziehen sie sich am Ende ihres Lebens in ihre fränkische Heimat zurück. Der erste Hohenzoller, der sich fest in der Mark verwurzelt fühlt, ist Kurfürst Johann Cicero. Nach seinem Tode 1499 wird er im Brandenburger Kloster Lenin begraben. Später wird sein Leichnam in den Berliner Dom beim Schloss überführt. Hier befindet sich von nun an die Grablege der Hohenzollern. Berlin, in seiner Einheit von Schloss und Dom, ist jetzt unumstößliche Residenz. Die Hohenzollern sind in der Mark sesshaft geworden. Das zu Ende gehende 15. Jahrhundert hat bedeutende Veränderungen in der Kultur der Menschheit gebracht. Der Buchdruck ist erfunden worden, Kolumbus hat Amerika entdeckt, Kunst und Denken gehen neue Wege. Die Menschen beginnen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Aber Brandenburg ist ein wildes, dünn besiedeltes Land. Und neues Denken setzt sich nur zögernd durch. Die Einwohnerzahl des gesamten Kurfürstentums beträgt wenig mehr als 500.000. Der neue Landesherr aus dem Hause der Hohenzollern ist noch ein Kind, als er das Amt des Kurfürsten übernimmt. So etwa kann man ihn sich vorstellen, auch wenn dieses Bild einen Nachfahren darstellt. Joachim I. ist 15 Jahre alt. Aber eigenwillig und selbstbewusst regiert er mit Hilfe seiner Berater. Vor allem um die Rechtspflege ist er bemüht. Und so bleibt es nicht aus, dass er wie seine Vorfahren sich immer wieder mit dem Problem der Straßenräuberei auseinandersetzen muss. Strauchdiebe und Banditen beherrschen die unübersichtlichen Wege der Mark, weil es niemanden gibt, der ihnen entgegentritt. Auch der arme Landadel sucht sich auf diese Weise zu bereichern. Und so werden immer wieder Pilger, die Brandenburg durchqueren und die Warentransporte der Kaufleute überfallen, was auch große finanzielle Einbußen für den Landesherrn bedeutet. Tja, die Kriminalität auf den Straßen. In Brandenburg des 15. und 16. Jahrhunderts wurden auf den Straßen dauernd Leute ausgeplündert und ermordet. Zum Beispiel wird ein Berliner Kaufmann ausgeraubt, er wird gefesselt und in den Sumpf geworfen. Aber er kann sich retten. Und er entdeckt in der Gefolgschaft des Kurfürsten den Täter, Höfling von Lindenberg. Der in der Tat kein Unrecht sieht, gesteht in der Hoffnung, er kommt ohne Strafe davon. Aber da geschieht etwas Außergewöhnliches. Der Kurfürst Joachim I. lässt den adligen Wegelagerer hinrichten. Damit zieht er sich den Unmut vieler Adliger zu. Eine Verschwörung beschließt, den Kurfürsten zu ermorden. Und der Anführer, Ritter von Otterstedt, schreibt nachts im Schloss an die Kammertür: Joachimke, Joachimke, hüte die, fangen wir die, so hangen wir die. Aber es geht für den Ritter nicht gut aus. Ein Bauer warnt den Kurfürsten. Und die Verschwörer werden hingerichtet. Otterstedt wird gevierteilt. Und zur Abschreckung wird sein Kopf vor dem Köpenicker Tor in Berlin auf eine Stange aufgespießt. Ob die Geschichte wahr ist,
Aber sie wird bis heute in Märkischen erzählt. Die Chronik berichtet, dass Joachim I. innerhalb von 2 Jahren nicht weniger als 40 Räuber von adligem Geschlecht hängen oder köpfen lässt. Der Kurfürst erhält den Beinamen des weisen Königs der griechischen Sage, Nestor. Dieses Bild zeigt ihn vor den Mauern von Frankfurt-Oder. Hier errichtet er gemeinsam mit dem Bischof von Lebus, Dietrich von Bülow, eine Werkstätte vertieften Wissens, genannt Öffentliche Universität. Am 26. April 1506 findet in dieser Kirche mit großem Zeremoniell die Eröffnung der Alma Mater Viadrina, der an der Oder gelegenen Stadt. Der erste Rektor, Konrad Wimpina, wirbt für das Studium. Der Student könne hier mit 4 märkischen Groschen in der Woche gut auskommen. Und er empfiehlt das Gasthaus zum Goldenen Löwen. Tatsächlich lassen sich 1000 Studenten im ersten Jahr in die Matrikel einschreiben. Zu ihnen gehört Ulrich von Hutten, der spätere Humanist und Kämpfer für die Reformation. Im Promotionsregister findet man die Eintragung seines Baccalaureats. Thomas Münzer aus Stolberg ist im Wintersemester 1512-13 eingetragen. Später wird er zu einem bekannten geistigen Führer der aufständischen Bauern im Bauernkrieg. Etliche Jahre nach seinem gewaltsamen Ende fügt man seinem Namen in der Matrikel einen Vermerk hinzu. Sediciosus, Aufrührer. Rektor Wimpina, verbissener Gegner allen neuen Denkens, macht die Viadrina zur Hüterin des alten katholischen Glaubens. Trotz Wittenberg nennt sie sich. An dieser Stelle hat das erste Gebäude der Universität gestanden. Sie wird sich das ganze Jahrhundert im Widerspruch zur Reformation befinden. 1518 versteigt sich Wimpina gar dazu, den berüchtigten Ablasshändler Johann Tetzel zum Doktor der Theologie zu promovieren. Kein Wunder, dass die Zahl der Studenten in den nächsten Jahren immer kleiner wird. Im Alltag des Landes Brandenburg wird sich aufklärerisches Denken nur zögernd durchsetzen. 1509 erlaubt Joachim I., da ihm das finanziell nützlich ist, 30 jüdischen Familien die Ansiedlung hier im Lande. Die Stände aber sind Gegenpersonen, die dem Kurfürsten Geld zur Verfügung stellen. Sie wollen nicht zulassen, dass er sich von ihnen unabhängig macht. Bei einem Einbruch in die Kirche von Knoblauch wird eine Monstranz mit 2 geweihten Hostien gestohlen. Der Bernauer Kesselschmied Paul Fromm gesteht die Tat. Mit der Folter wird ihm ein zweifelhaftes Geständnis abgepresst. Er habe eine Hostie dem Spandauer Juden Salomon verkauft. Nun wird, wie man hier sehen kann, eine Gräuelgeschichte an die Öffentlichkeit gebracht. Es heißt, ein Jude hätte die Hostie zerschnitten und in frevelhafter Absicht in Brotteig geknetet. Im Backofen erscheint dann das gemarterte Jesuskind. Teile der Hostie wären angeblich an andere Juden verteilt worden und die hätten die geweihten Stücke zerstochen und zerschlagen. Die Folterknechte erpressen immer mehr Namen von ihren jüdischen Delinquenten. Am Ende werden 40 Angeklagte, die die Folter überlebt haben, vor den Berliner Richter geführt. Als Kennzeichen der Verachtung müssen sie weiße, spitze Hüte tragen. 38 von ihnen erleiden vor den Toren von Berlin den Feuertod, nachdem sie mit glühenden Zangen gemartert wurden. 2, die sich zum Christentum bekehrt haben, werden begnadigt und einen Tag später durch das Schwert hingerichtet. Die märkischen Stände haben erreicht, was sie wollten. Die Juden verlassen Brandenburg. Eine inszenierte Geschichte. Paul Fromm, der wahre Dieb, hatte seinem Pfarrer gebeichtet, dass er die Juden zu Unrecht beschuldigt habe. Aber auf Weisung des Bischofs musste der Pfarrer die Wahrheit verschweigen. Und so nahm das schreckliche Unheil seinen Lauf. 1539 weist der Reformator Philipp Melanchthon auf dem Frankfurter Ständetag nach, dass hier ein Justizmord verübt wurde. Ein neuer Gott regiert dieses Jahrhundert, das Geld. Und höchste Würdenträger der Kirche sind ihm ebenso verfallen wie weltliche Herrscher.
Der Bruder und Mitregent Joachims, Erzbischof Albrecht, erkauft sich mit 30.000 vom Augsburger Kaufmann Fugger geliehenen Dukaten beim Papst die Kurwürde und das Bischofsamt von Mainz. Damit besitzt das Haus Hohenzollern nun zwei Stimmen bei der Kaiserwahl. Um die Geldmittel wieder hereinzubringen, organisiert Albrecht in der Mark Brandenburg einen hemmungslosen Ablasshandel. Der Ablass ist eine Urkunde, mit der sich die Menschen angeblich die Vergebung der Sünden und das Seelenheil erkaufen können. Albrecht setzt den Dominikaner Johannes Tetzel als Generalsubkommissar für den Ablasshandel ein. Tetzel ist ein gewaltiger Prediger, der die Zuhörer zum Schaudern bringt. Dies ist der Tetzelkasten, in dem der Dominikaner seine Ablassgelder gesammelt haben soll. Die Einnahmen, die er macht, gehen zur Hälfte an den Papst, zur anderen Hälfte an Erzbischof Albrecht. Die Natur findet immer wieder Mittel und Wege, sich gegen das durchzusetzen, was ihr der Mensch antut. Und der Mensch findet immer wieder Mittel und Wege, das der Lächerlichkeit preiszugeben, was ihm der Mensch antut. Ein Brandenburger Ritter, Hake von Stülpe, verlangt von dem Ablasshändler Tetzel einen Ablassbrief für eine Sünde, die er erst begehen wird. Tetzel zögert. Aber nach langwierigen Verhandlungen übergibt er ihm den Ablassbrief natürlich für eine gute Summe Geldes. Bei der Weiterreise wird Tetzel von Raubrittern überfallen, die ihm die ganze Truhe voll Geld rauben. Er ist außer sich. Er schreit. Er ruft Gottes Gericht an, diese Sünde wird nie verziehen. Da zieht ein Ritter die Maske vom Gesicht und zeigt ihm den Ablassbrief. Es ist der Ritter Hake von Stülpe. Die fragwürdigen Ablassgeschäfte des geld- und machtgierigen Brandenburgers Albrecht lösen ein Jahrhundertereignis aus, die Reformation. Die christliche Religion bedarf der Rückbesinnung auf ihr eigentliches Wesen. Der Ablasshandel und die Selbstherrlichkeit der Kirche provozieren den Protest eines Bibelprofessors an der Universität zu Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 veröffentlicht Martin Luther seine 95 Thesen, die den Ablass als unchristlich und für das Seelenheil der Gläubigen als überflüssig erklären. Wittenberg gehört zum Bistum Brandenburg. Politisch aber ist es dem Kurfürsten von Sachsen unterstellt. In der Schlosskirche predigt der Augustinermönch, dass sich Gottes Gnade nicht kaufen lasse und dass kein Priester als Vermittler zwischen Gott und Mensch notwendig sei. Damit ist die Allmacht des Papstes und der Kirche in Frage gestellt. Der Kurfürst von Brandenburg und sein Bruder, der Erzbischof, der mit den Ablasseinnahmen seine Schulden bei Fugger bezahlen will, sehen in Luther einen gefährlichen Gegner. 1521 gehört der Kurfürst auf dem Reichstag zu Worms zu den Verfassern des kaiserlichen Edikts, das den rebellischen Martin Luther als Ketzer ächtet. Dennoch kann der Kurfürst nicht verhindern, dass sich Luthers Lehre in Brandenburg verbreitet. Ostern 1527 schließt sich sogar die Gemahlin des Kurfürsten Elisabeth der Reformation an.
Kurfürst Joachim lässt daraufhin prüfen, ob seine Frau wegen ihres Übertritts zu den Protestanten zum Tode verurteilt werden könne. Elisabeth flieht aus dem Berliner Schloss nach Wittenberg zu ihrem Vetter, dem sächsischen Kurfürsten. Sie hört Luthers Predigten und kann sogar eine Zeit in dessen Haus wohnen. Erst 10 Jahre nach Joachims Tod kehrt sie nach Brandenburg zurück. Erst Joachims Söhne setzen die Reformation zögernd durch. Aber nicht, weil sie überzeugte Protestanten sind, sondern weil sie sich politische Vorteile versprechen. Am 1. November 1539 nimmt Joachim II. Hier in der Spandauer Nikolaikirche das Abendmahl in lutherischer Art und Weise entgegen. Ein Historienmaler hat den Akt zu einem Vorgang tiefster Frömmigkeit gemacht. Doch wie sich später zeigt, war der Übertritt zum lutherischen Glauben wohl eher taktisches Kalkül. Kaiser Karl V. will der Ausbreitung der neuen Lehre militärisch ein Ende setzen. Hier bei Mühlberg überquert er mit seinen spanischen Reitern die Elbe. Und am 24. April 1547 kommt es zur entscheidenden Schlacht gegen die protestantischen Fürsten, die sich im Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossen haben. Das brandenburgische Heer unterstützt seine lutherischen Verbündeten nicht. Joachim will es sich mit dem Kaiser nicht verderben. Die protestantischen Reichsstände werden vernichtend geschlagen. Die Reformation breitet sich dennoch aus. Aber mittelalterlicher Reliquienkult und Aberglauben gedeihen auch noch im lutherischen Brandenburg. Diese gewaltige Kirche ist St. Nikolai in Bad Wilsnack. Über Generationen hinweg ist sie das Wallfahrtsziel von unzähligen Pilgern aus ganz Europa. An manchen Tagen sollen sich sogar Zehntausende von Menschen hineingedrängt haben, um die Hostien zu betrachten, auf denen ein roter Fleck zu sehen war, den die wundergläubigen Menschen für Christi Blut hielten. Raubritter hatten 1383 Wilsnack zerstört und niedergebrannt. Der Pfarrer findet unter den Kirchtrümmern 3 unversehrte Hostien mit einem Blutfleck in der Mitte. Er berichtet dies dem Bischof, dieser erkennt die große Wunderkraft der Hostien und gibt davon Kunde. Dietrich verhöhnt die heiligen Sakramente und wird daraufhin blind. Nun werden die Wunderhostien dem Volk gezeigt. Tausende und Abertausende Kranke und Gebrechliche suchen in Wilsnack Heilung und Rettung. Das Ganze hat der Kirche erhebliche Einnahmen gebracht. In diesem Schrank wurden die Hostien aufbewahrt. Luther bezeichnet das Ganze als Teufelsspuk. Am frühen Morgen des 28. Mai 1552 vernichtet deshalb der protestantische Prediger Joachim Ellefeld die Hostien in der Wunderblutkapelle. Damit enden die für den Bischof, die Stadt und das Land so einträglichen Wallfahrten. Auf der Plattenburg bei Wilsnack wird Ellefeld in diesem Gefängnis eingekerkert. Es gibt eine Fülle von Bittgesuchen. Schließlich wird der lutherische Prediger freigelassen, aber aus der Mark Brandenburg vertrieben. Joachim II., der als protestantischer Landesherr gerade den protestantischen Pfarrer Ellefeld des Landes verwiesen hat, zeigt sich nicht nur in Glaubensfragen widersprüchlich. Auch sein Privatleben steckt voller Konflikte. Die Gemahlin des Kurfürsten, die polnische Prinzessin Hedwig, will partout nicht vom katholischen Glauben lassen. Sie ist seit einem Unfall gelähmt und die Ehe mit Joachim ist belastet. Denn dieser liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen und viele Festlichkeiten, Bankette und fröhliche Gelage zu veranstalten. Thank you.
Schließlich beginnt der Kurfürst mit der Frau des Zeugmeisters der kurfürstlichen Gießhütte in Berlin, Anna Südow, ein Verhältnis. Der Kurfürst führt ein luxuriöses Leben. Das nötige Geld leiht er sich von den märkischen Adelsfamilien, die dadurch immer mächtiger werden. Die Bürger der Städte müssen immer höhere Steuern aufbringen, weil der Kurfürst das Geld benötigt, um seine Schulden zu bezahlen. In dieser Zeit herrschender Willkür und des Unrechts spielt sich eine aufregende Geschichte ab. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters. Einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. So beginnt Heinrich von Kleist seine Erzählung Michael Kohlhaas über einen brandenburgischen Kaufmann, den es tatsächlich gegeben hat. Ein Mensch mit einem übermäßig ausgeprägten Rechtsempfinden, dessen wirklicher Name Hans Kohlhaas war. Ihm ist Unrecht geschehen. Und da die offiziellen Instanzen ihm sein Recht verweigern, nimmt er es sich selbst mit Gewalt. Ich glaube, in dieser Figur ist etwas, was in allen Menschen ist und rumort. Ich habe den Michael Kohlhaas am Deutschen Theater in Berlin gespielt, unter der Regie von Adolf Riesen. Mit dieser Figur geriet ich an die Grenze des Darstellbaren. Es war eine Herausforderung, die mich in menschliche Abgründe führte. Um sein Recht durchzusetzen, verbreitet Kohlhaas in ganz Kursachsen Angst und Schrecken. Und dann begeht er einen Fehler. Er überfällt einen brandenburgischen Silbertransport und damit verliert er die Sympathie seines Landesherrn und wird nun auch in seiner Heimat verfolgt. Am 8. März 1540 wird er auf dem Blutgerüst vor dem Berliner Georgentor hingerichtet. Der Landadel drängt sich in den Getreidehandel und das Braugewerbe, die die Lebensgrundlage der Städte bilden. Und der Kurfürst denkt sich ständig neue Steuern aus, um seine Schulden zu tilgen. Er geht sogar so weit, bei den reichen Berlinern Schmuck und Bargeld zu beschlagnahmen. Die Städte verarmen immer mehr und sind am Ende des 16. Jahrhunderts hoch verschuldet. Die Zahl der unbewohnten Häuser in ihren Mauern wächst ständig. Es ist wie ein letzter Aufschrei nach Unabhängigkeit, wenn gerade in dieser Zeit großer Belastungen einige Städte ihre Tore prachtvoll gestalten. Johann Georg, seit 1571 Kurfürst von Brandenburg, erbt 2,5 Millionen Gulden Schulden von seinem Vater. Johann Georg, genannt Ökonomus, gilt zwar als Wirtschaftsstratege, aber die Landesfinanzen bekommt er nicht in den Griff. Er heiratet in dritter Ehe eine äußerst vergnügungssüchtige Frau. Und das führt nicht nur zu neuen Verschuldungen, sondern auch zu Erbstreitigkeiten. Unter dem Einfluss seiner jungen, lebenslustigen Frau bedenkt Johann Georg Ökonomus auch noch den von ihnen gemeinsam gezeugten Sohn im Testament. Damit droht der Mark Brandenburg die Teilung. Aber der erstgeborene Joachim Friedrich weiß, den Vollzug des Testaments zu verhindern. Er lässt die Amtsstuben versiegeln und macht sich zum Befehlshaber der Garnisonstruppen und zitiert die Stände ins Berliner Schloss. Dort wird der Huldigungstext vor den Versammelten verlesen und mit aufgereckten Fingern Wort für Wort nachgesprochen. Und danach haben die Berliner, was bleibt ihnen weiter übrig, mit einhelliger Stimme laut geschrien: Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg. Das wiederholt der Kurfürst
in Küstrin, in Cottbus, in Beiz. Wann muss ich? So organisiert man sich die Zustimmung der Untertanen. Das ist der selbstbewusste Erstgeborene, Joachim Friedrich. Ein in Regierungsgeschäften wohlerprobter Kurfürst. In seiner Regierungszeit gibt es im Brandenburger Land die ersten Industrieunternehmungen. Eine Glashütte bei Joachimsthal, ein Kupferhammer bei Eberswalde, ein Eisenhammer in Hegermühle. Die ersten Kanäle entstehen. Aber das eigentliche Interesse des Kurfürsten gilt der Erweiterung des Herrschaftsgebietes der Hohenzollern mit Diplomatie und ausgeklügelter Heiratspolitik. So verheiratet er seinen Sohn Johann Sigismund mit Anna, der Tochter des dem Wahnsinn verfallenen Preußenherzogs. Damit hat der Hohenzoller Anspruch auf das Herzogtum Preußen und auf das reiche Erbe am Rhein, das Annas Mutter besitzt. Johann Sigismund, seit 1608 Kurfürst, wechselt nun, weil dies für den Erbanspruch günstig ist, vom Luthertum zum Calvinismus über. Das führt in der Mark zu großen Auseinandersetzungen über den rechten Glauben. Aber dem Kurfürsten bringt es am Ende tatsächlich die nordwestdeutschen Gebiete. 4 Jahre später, 1618, fällt auch das preußische Erbe an. Brandenburg-Preußen ist nun eines der mächtigsten Fürstentümer des Reiches. Es reicht von den Niederlanden bis zur polnischen Grenze und ist damit in die große europäische Politik eingebunden. Dann die Katastrophe. Geradezu naturhaft bricht der 30-jährige Krieg über das Land herein. Die europäischen Großmächte ringen unter dem Vorwand der Durchsetzung des rechten Glaubens um die Vorherrschaft in der Mitte Europas. Die Kriegsparteien benutzen Brandenburg als Durchzugsland. Aber die Mark hat keine Armee und kann den räuberischen Truppen nichts entgegensetzen. Die Heere sind angemietete Söldnerhaufen, die sich selbst versorgen müssen. Sie bekommen selten Sold, keine Verpflegung, keine Unterkunft und müssen sich alles von der Bevölkerung nehmen. Die Bauerndörfer und die kleinen Städte der Mark sind den Plünderungen und Brandschatzungen der Söldnerscharen schutzlos preisgegeben. 1628 ist der kaiserliche Heerführer Wallenstein mit einem Tross von 1500 Leuten hier in Eberswalde. 3 Jahre später bleiben die Schweden unter Gustav Adolf 5 Tage in der Stadt. Das genügt, um sie völlig auszuplündern. Die Überlebenden fliehen in die Wälder. Am Ende zählt man noch 20 Einwohner. Der schwedische König Gustav Adolf II., verheiratet mit der Schwester des brandenburgischen Kurfürsten, kämpft am 11. November 1632 in der Schlacht bei Lützen gegen Wallensteins Truppen. Sein Arm wird von einem Musketenschuss zerschmettert. Er kann das Pferd nicht zügeln, prescht in die Reihen seiner Feinde und wird getötet. In einem feierlichen Zug wird nun sein Leichnam durch das Brandenburger Land Richtung Schweden überführt. In Spandau stößt die Königin-Witwe zum Leichenzug. Am 17. Dezember erreicht die Kolonne von Berlin kommend Bernau. Der Tote wird hier vor dem Altar der Marienkirche aufgebahrt. Und Superintendent Strötmann hält die Leichenrede. Brandenburg wird zwar nicht zum Hauptschauplatz des Krieges, kann sich den Konflikten und Kämpfen aber nicht entziehen. Im 30-jährigen Krieg hat es in Brandenburg nur eine große Schlacht gegeben, die bei Wittstock. Der Dichter Grimmelshausen hat als Trossbube an dieser Schlacht teilgenommen und schildert seine Eindrücke. Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu bedecken, war damals selbst mit Toten bedeckt. Welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet waren. Köpfe lagen dort, welche ihren natürlichen Herrn verloren hatten. Und hingen Leiber, die ihrer Köpfe mangelten. Etliche hatten grausam und jämmerlicherweise das Eingeweid heraus. Und anderen war der Kopf zerschmettert und das Gehirn zerspritzt.
Da lagen abgeschossene Ähren, an welchen sich die Finger noch regten, gleichsam, als ob sie wieder mit in das Gedräng wollten. Da sah man zerstümmelte Soldaten um Beförderung ihres Todes bitten, summa summarum. Da war nichts anderes als ein elender, jämmerlicher Anblick. Aber es musste gar keine Schlachten geben. Der Durchzug von Tausenden von Soldaten und Marodeuren hat die Bevölkerung Brandenburgs auf entsetzliche Weise verringert. Hinzu kam die Pest, sodass die Menschen glaubten, das Ende der Welt sei gekommen. Die Gräuel, die in diesem Krieg verübt wurden, sind unbeschreibbar. Immer teuflischere Methoden erfinden die Soldaten, um aus den längst ausgeplünderten Menschen noch etwas herauszupressen. Hat dieser entsetzliche, 30 Jahre dauernde Krieg endlich ein Ende. In Münster kommen die Gesandten der Generalstaaten zusammen und beschwören und unterzeichnen am 24. Oktober 1648 den Westfälischen Frieden. Die Mark Brandenburg zählt zu den deutschen Gebieten, die am meisten verwüstet sind. Die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist ausgerottet. Städte und Dörfer sind in Schutt und Asche gelegt. Die Ackerflächen verödet. Handel und Gewerbe liegen vollständig danieder. Das ist das Erbe, das der neue Kurfürst Friedrich Wilhelm übernimmt. Damit beginnt eine neue Zeit, in der nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Jahre Krieg, Hunger und Pest haben das Land verwüstet. Man sieht es ihm nicht an, aber Kurfürst Friedrich Wilhelm ist nahezu bankrott. Als er im März 1643 in seine Residenzstadt Köln-Berlin einreitet, bietet sich ihm ein jämmerliches Bild. Von 10.000 Einwohnern hat der Krieg gerade noch 6.000 übrig gelassen. Viele Häuser sind zerstört, das Schloss ist in einem miserablen Zustand, das Land ruiniert. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hat keine Armee, kein Geld und keine Frau. Eigentlich wollte er diese schöne Schwedin heiraten, Christine von Schweden. Tochter des legendären schwedischen Königs Gustav Adolf. Aus den einzigen Feinden im Dreißigjährigen Krieg wären Verbündete geworden. Unter Friedrich Wilhelm wäre König von Schweden geworden. Es hätte ein
schwedisch-deutsches Ostseereich gegeben. Aber die Sache scheitert an der generellen Unlust dieser schönen Dame zu heiraten. Sie geht nach Rom und wird katholisch. Lieber ins Kloster als diesen Brandenburger, wird sie sich vielleicht gedacht haben. Also leiht sich der 26-jährige Friedrich Wilhelm 50.000 Taler und heiratet im Jahre 1646 in Den Haag Luise Henriette von Oranien. Der Brandenburger hat in den Niederlanden studiert und große Sympathien für das moderne Staatswesen entwickelt und für die Töchter des Landes. Dieses Bild entsteht 20 Jahre später. Luise Henriette schenkt Friedrich Wilhelm 4 Söhne. Kurprinz Wilhelm Heinrich, er schwebt da oben, lebt nur ein Jahr. Karl Emil stirbt mit 14 Jahren. Auch der vierte Sohn Ludwig, hier noch ein Baby, lebt nicht lange. Übrig bleibt der dritte, Friedrich. Er wird von der Amme fallen gelassen und muss fortan mit einem Halbbuckel leben. Als Nachfolger seines Vaters, des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, wird er die Dynastie der preußischen Könige begründen. Dies ist Kurfürst Friedrich Wilhelm, genannt der große Kurfürst. Dessen Sohn, der vom Volk der schiefe Fritz genannt wird, er wird der erste preußische König. Dessen Sohn, genannt der Soldatenkönig. Und dessen Sohn wiederum, Friedrich der Große. Diese vier Brandenburger werden die ausgeplünderte Mark zu einer europäischen Großmacht machen. 1652 schickt der Kurfürst seine Landreiter in die Mark. Sie sollen feststellen, wie viel von Land und Leuten übrig geblieben sind. Die Statistik zeichnet ein niederschmetterndes Bild. In der Kurmark leben nur noch 132.000 Menschen. Vorher waren es 300.000. Das Vieh ist geraubt und geschlachtet, die Äcker verödet, der Bauer muss sich selbst vor den Pflug spannen. Viele Dörfer sind wüst, die Städte zerstört und entvölkert. Am schlimmsten betroffen sind die Uckermark, der Barnim, die nördliche Neumark und die Prignitz. In Templin sind von 400 Familien nur noch 30 übrig. Die Bauern tragen doppelte Last. Sie müssen 4 und mehr Tage in der Woche für den Herrn arbeiten und außerdem hohe Abgaben zahlen. Weigert sich der Bauer, wird er hart bestraft. Kann er nicht zahlen, muss er sein Land zu einem Spottpreis verkaufen. Aus vielen Brandenburger Bauern werden in diesen Jahren Hörige. Als Friedrich Wilhelm die Regierung übernimmt, existieren in Deutschland nahezu 1500 Klein- und Kleinststaaten. Mit 24 Jahren regiert er das zweitgrößte deutsche Land. Verstreut auf einzelne Grafschaften und die Flächenländer Kurmark und Preußen, zieht es sich von der holländischen Grenze bis weit in den Osten ins heutige Russland, von der Ostsee bis in die Lausitz. Dieses Land ist schwer zu regieren und noch schwerer zu schützen. Der Kurfürst ist gezwungen, ständig zu lavieren. Kein Souverän dieser Epoche wechselt so oft die Seiten wie der Hohenzoller. Der Landesherr braucht eine starke Armee und starke Festungen. Berlin, Küstrin, Peitz und Spandau werden ausgebaut. Im Unterschied zur bisherigen Praxis, Söldnertruppen anzumieten, organisiert er ein stehendes Heer. Eine starke Armee ist ein Machtfaktor. Innerhalb von 50 Jahren verzehnfacht Friedrich Wilhelm die Truppenstärke. Ausländische Hilfsgelder und einheimische Steuern finanzieren das stehende Heer.
Der Adel setzt durch, dass die meisten Kosten für die neue Armee von den Städten getragen werden. So lasten die Abgaben auf Bauern und Bürgern, die noch schwer unter den Kriegsschäden leiden. Erst viel später wird die Akzise, vergleichbar mit der heutigen Mehrwertsteuer, eingeführt. Im Juni 1675 zieht der Kurfürst mit der brandenburgischen Kavallerie gegen die Schweden, die die Mark bedrohen. Einer der Heerführer des Kurfürsten war Prinz von Homburg. Im Sommer 1675 verfolgt der junge Heißsporn mit dem kurfürstlichen Heer die Schweden. Und kurz vor der Schlacht bei Fawelin schreibt er seiner Frau einen Brief nach Potsdam. Meine Engelsdicke, wir seid brav auf der Yacht mit den Herren Schweden. Sie seid hier beim Pass Nauen diesen Morgen übergangen, mussten bei 200 Toten zurückgelassen. Jenseits haben wir bei Fawelin alle Brücken abgebrannt und alle übrigen Pässe so besetzt, dass sie nun nicht aus dem Lande wieder können. Sobald unsere Infanterie kommt, soll, ob Gott wolle, die ganze Armada dran. Wir haben noch keine 60 Mann verloren und unsere Leute fechten als Leben. ...5.700 brandenburgische Soldaten schlagen bei Fawelin eine schwedische Übermacht von 11.000 Soldaten. Diese Sensation spricht sich in Europa wie ein Lauffeuer herum. Die Brandenburger haben jetzt einen Helden, den großen Kurfürsten, etwas, worauf sie stolz sein dürfen. 200 Jahre später wird bei Fawelin ein Denkmal eingeweiht. Und diese Musik wird dazu gespielt, der Fawelliner Reitermarsch. Vielleicht kommt er Ihnen bekannt vor. Hier auf den Feldern bei Hakenberg verlieren die für ihre Grausamkeit berüchtigten Schweden 4.000 Soldaten. Die Brandenburger zählen 500 Gefallene. Ein Denkmal für Preußens Glanz und Gloria, gestiftet von Wilhelm I. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben, dichteten die Leute im Dritten Reich auf diese Musik. Aber da war es schon zu spät. Die Hauptbeschäftigungen des großen Kurfürsten sind friedlicher Natur. Immer noch und noch lange leidet Brandenburg an chronischer Unterbevölkerung. Die ersten Kolonisten kommen aus den Niederlanden, der Heimat seiner Gemahlin Luise Henriette. Er hat ihr Schloss Bötzow geschenkt, das bald darauf Oranienburg heißt. Die Holländer bauen das Schloss um und legen im Auftrag Luises eine Musterwirtschaft an. Verlockend für ausländische Zuwanderer sind Glaubensfreiheit und Vergünstigungen für Neusiedler. Jeder in Brandenburg soll nach seiner Fasson selig werden. Jede Religion wird toleriert. Nach den Niederländern kommen Siedler und Exilanten aus Friesland, aus der Schweiz und der Pfalz. Juden aus Wien und 1685 aus Frankreich fast 20.000 Hugenotten, die wegen ihres calvinistischen Glaubens verfolgt werden. Keine Bevölkerungsgruppe prägt die Kurmark und ihre Residenz Berlin-Köln so sehr wie die Franzosen. Sie bringen Wissen und Fertigkeiten aus Westeuropa mit. Allein 40 neue Berufe, die hier noch keiner kennt. Gemüse, Gebäck und Speisen, die in Berlin noch nie einer gegessen hat. Sie übernehmen wichtige Ämter. Die Hugenotten investieren in zahlreiche Gebäude und Einrichtungen, die für lange Zeit das Bild der Stadt prägen. Die französische Kirche, später ergänzt durch den französischen Dom, und die Berliner Charité sind Beispiele.
Berlin wird zur Residenzstadt. Friedrich Wilhelm lässt Straßen ausbauen und verbessert das Postwesen. Eine schnelle Nachrichtenverbindung ist lebenswichtig für die Verwaltung des Staates, dessen längste Ausdehnung über 1000 Kilometer ist. Die Reisezeit beträgt 3 Wochen. (1662) befiehlt Friedrich Wilhelm den Bau eines Kanals zwischen Oder und Spree, der dem Handelsplatz Frankfurt-Oder das Wasser abgräbt. Aber er will viel weiter, zum Meer und nach Afrika. Seit der Kurfürst in Holland war, liebt er die Flotte und die Ozeane. Der Kurfürst hat Visionen. Er will in den Welthandel einsteigen. Am Schiffbauer Damm in Berlin, später in Havelberg, werden die ersten brandenburgischen Schiffe gebaut, die die Weltmeere erobern sollen. Über Havel und Elbe kommt die kurfürstliche Flotte ins koloniale Geschäft. 1680 kapern die Brandenburger vor Ostende die spanische Fregatte Carolus Secundus. Die erbeuteten Brabanter Spitzen bringen fast 100.000 Taler. Das Schiff wird umgetauft und läuft fortan unter dem Namen Markgraf von Brandenburg als Flaggschiff der brandenburgischen Marine, die im Laufe der Jahre auf 30 Schiffe anwächst. Die 1683 an der Westküste Guineas gegründete Festung Großfriedrichsburg ist Stützpunkt für den brandenburgischen Handel mit Gold und Sklaven. Jahr für Jahr verschleppen Brandenburger Seeleute 2000 bis 3000 schwarze Sklaven in die Karibik. Der Verkauf bringt bis zu 1 Million Gulden jährlichen Gewinn. Als das Geschäft nicht mehr lohnt, geben die Brandenburger die Festung auf. Noch am 7. Mai 1688 nimmt Friedrich Wilhelm an einer Sitzung des Geheimen Rates teil. 2 Tage später stirbt er im Potsdamer Schloss im Alter von 68 Jahren an Gicht und Wassersucht. Der Berliner Trauerzug. Voran die Blutfahne, gefolgt vom Ross des Kurfürsten. Der Sarg mit den Wappen aller Besitzungen. Hinter ihm Kronprinz Friedrich. Fast am Schluss schreitet die zweite Frau des Kurfürsten, Dorothea, Friedrichs Stiefmutter. Sie hat den Kurfürsten angestiftet, Teile des Landes ihren Söhnen zu vererben. Thronfolger Friedrich durchkreuzt ihre Pläne und kann so eine Teilung der Mark verhindern. Im Alter von 31 Jahren erbt Friedrich ein wirtschaftlich erholtes Land mit einer gut organisierten Verwaltung und einer Armee von 31.000 Mann. Brandenburg-Preußen ist fast so groß wie ein Drittel des heutigen Deutschland. 1,5 Millionen Menschen leben hier. In der Provinz Brandenburg sind es nahezu 300.000. Wie alle absolutistischen Herrscher seiner Epoche liebt Friedrich glanzvolle Bauten. Schloss Charlottenburg erhält den Namen seiner zweiten Frau, Sophie Charlotte. Ende des Jahrhunderts meint Friedrich III., es sei an der Zeit, König zu werden. Er hat einen klugen Einfall. Seine Provinz Preußen liegt außerhalb des Deutschen Reiches. Wenn er dort König wird, verliert der Kaiser nicht sein Gesicht. Obendrein macht er dem Kaiser ein günstiges Angebot. 8.000 Brandenburger Soldaten für 150.000 Taler Jahresmiete. Damit kann Friedrich gleich noch die Feierlichkeiten in Königsberg und Berlin finanzieren. Um König zu werden, muss er sich nur noch in die Kutsche setzen und nach Königsberg fahren.
Königsberg am 18. Januar 1701. Friedrich III. Setzt hier zuerst sich selbst und dann seine Frau Sophie Charlotte die Krone aufs Haupt. Die Nachrichten vom Jahrhundertereignis treffen in Berlin früher ein als das königliche Paar. Das lässt auf sich warten. Friedrich kommt erst im Mai. Eine Riesenfeier steigt. Endlich haben die Märker einen richtigen König. Der schiefe Fritz heißt nicht mehr Friedrich III., sondern als der erste Gekrönte seines Stammes Friedrich I., König in Preußen. Und die Brandenburger heißen irgendwann nur noch Preußen. Und im Wappen schwebt über dem roten Adler die preußische Krone. Die Berliner Feierlichkeiten im Mai sind der Anfang einer langen Kette von Vergnügungen. Trompeten, Glockengeläut, Trommeln, Kanonendonner und der alte Dessauer. Das ist die Musik, die der König liebt. 6 Millionen Taler kostet die ganze Krönung. Mit seiner Luxusjacht kann der König auf der Spree von Schloss zu Schloss segeln. In Charlottenburg gibt es Kammerkonzerte und italienische Opern. Neben zahlreichen Prunkbauten ist der Tiergarten vor der Stadt mit echten Löwen eine besondere Attraktion. Die Liebhaberin der Philosophie, Sophie Charlotte, holt das Universalgenie Leibniz nach Berlin. Der Bildhauer Schlüter erhält einen Vertrag. In Berlin entstehen Akademien, in Halle an der Saale eine Universität und die frankischen Stiftungen. Die Hälfte der jährlichen Staatseinnahmen von 4 Millionen Talern geht in Hofhaltung und Baukosten von Spree-Athen. Heute steht an der Spree aus Friedrichs Zeit nur noch das Zeughaus. Der schiefe Fritz macht Schulden wie keiner zuvor. Von der Verschwendungs- und Prunksucht des Königs profitieren Handel, Gewerbe und zahlreiche Günstlinge. Am 24. Januar 1712 läuten in Berlin die Glocken und alle Kanonen am Schloss werden abgefeuert. Ein Jahr vor seinem Tod ist Friedrich I. Großvater geworden. Kurz vor 12 ist am preußischen Königshof in Berlin Enkel Prinz Friedrich geboren. An seiner Wiege stehen 2 Generationen und 2 Prinzipien. Der verschwenderische, vergnügungssüchtige, eitle, den Künsten zugeneigte Großvater und der strenge, sachliche Vater, Friedrich Wilhelm I., der das Militär über alles liebt. Der neugeborene Knabe Friedrich II. Wird versuchen, beider Vorzüge zu vereinen. 1713 stirbt König Friedrich I. in Berlin mit 56 Jahren an einem Leberleiden. Nach seinem Tod wird in Brandenburg-Preußen alles anders. Friedrich Wilhelm I. erbt von seinem Vater etliche Millionen Taler Schulden. Er verkauft den Krönungsmantel und tauscht die Luxusjacht gegen große Soldaten ein. Perücken sind jetzt kurz, modische Kleidung nunmehr verpönt. Der neue König kehrt mit eisernem Besen. Er entlässt mehr als die Hälfte seiner Angestellten, reduziert die Lohnkosten von 250.000 auf 50.000 Taler und veräußert 480 Pferde aus dem königlichen Stall. Akademien, Theater, Kunst verkümmern. Seine Majestät, genannt der Soldatenkönig, steckt das Geld in den Landesausbau und vor allem in die Armee. Die kostet jährlich 6 Millionen Taler, 80% der Staatsfinanzen. Also wird nur noch eine Behörde benötigt, das Generaloberfinanzkriegs- und Domänendirektorium, kurz Generaldirektorium. Auch das spart. Friedrich Wilhelm lässt die grandiose Idee auf einem Bild verewigen. Die Armee ist Staat im Staate und Wirtschaftsfaktor Nummer 1. Eine Armee benötigt Kleidung.
5000 Brandenburger stellen für das Berliner Lagerhaus, die größte deutsche Tuchmanufaktur, Uniformstoffe her, die auch exportiert werden. Potsdamer und Spandauer Werkstätten produzieren Gewehre. Soldaten benötigen Grundkenntnisse und preußische Tugenden. So wird für alle Brandenburger Kinder die Schule zur Pflicht. Was gut ist für die Armee, ist gut für den Staat. Staat und Armee benötigen Geld. So wird Brandenburg-Preußen zum Land mit der höchsten Steuer Europas. Die Steuern müssen eingetrieben werden. Es entsteht der berühmte und berüchtigte Beamtenstaat. Das Jägertor in Potsdam im Jahre 1723. Dieses Bild zeigt, wie es funktioniert. Im rechten Haus sitzt die Militärwache, im linken Haus der Steuerbeamte. Während der eine Geld einnimmt, das vorwiegend die Armee finanziert, muss der andere aufpassen, dass niemand aus dieser Armee desertiert. Auf Desertation steht die Todesstrafe. Am frühen Morgen kommt der König im Galopp geritten, um das Ganze zu kontrollieren. Oberstes Prinzip: Pflichttreue, Gehorsam, Reglementierung. Ordnung muss sein. Wissen Sie, was die Märkische Butter mit dem Absolutismus zu tun hat? Ich will es Ihnen erklären. Der Soldatenkönig, den ich übrigens im Deutschen Theater in Berlin gespielt habe, war ein Mann, der stets bemüht war, für Nachwuchs zu sorgen. Im Jahre 1724 kaufte er das Gut Königshorst, übrigens gar nicht so weit von hier. Das Land taugt nicht viel, der Boden war feucht und morastig. Aber Majestät haben einen Plan. Er lässt das Land trockenlegen und engagiert holländische Spezialisten für die Butterherstellung, denn die märkische Butter taugt nicht viel. Mägde aus der Gegend sollen das Buttern lernen, sie bekommen Prämien und einen Mann. Der König ordnet an, 3 Kerls von guten Leuten, gemeint sind Soldaten, auszuwählen, die Buttermägde heiraten sollen. Der Befehl wird ausgeführt. Die Residenz bekommt ausgezeichnete Butter und die Mägde 100 Taler Brautschatz, einen Mann und viele Kinder. So soll der Staat funktionieren, im Zentrum die Armee. Der König als der oberste Befehlshaber und der erste Diener seines Staates. Alles durchorganisiert vom Butterfass bis zum Kinderkriegen. Das ist preußische Perfektion. Im Jahr 1718 reist der Köthener Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach nach Berlin. Für 130 Taler bestellt er bei der Firma Mietke ein Cembalo. Ein erfreulicher Auftrag für die Firma, denn die Geschäfte laufen schlecht, nachdem der Soldatenkönig alle Orchester aufgelöst hat. Bach nutzt den Aufenthalt, um dem Onkel des Königs vorzuspielen. 3 Jahre später schickt er ihm 6 Konzerte mit französischer Widmung. Markgraf Christian Ludwig, der Onkel des Königs, kann sie kaum aufführen, denn er hat nur ein winziges Orchester von 6 Musikern gerettet. So werden die Brandenburger Konzerte, wie sie später genannt werden, im anhaltinischen Köthen gespielt. Im Nachlass des Markgrafen wird die Bachsche Partitur mit 24 Groschen bewertet. Dafür bekam man gerade mal ein Billett für die Oper. Aber die ist längst geschlossen. So verdanken die Brandenburger der Firma Mietke ihre weltberühmte Musik. Friedrich Wilhelm I. hält sich häufig im Schloss seiner Jugendjahre in Königs Wusterhausen auf. Er richtet Tabakstuben ein, wo er mit seinen Generälen, Ministern und geladenen Gästen über Gott und die Welt debattiert. Hier spricht man Deutsch. Das gilt in der hiesigen Adelswelt, die nur Französisch spricht, als ordinär. Der Soldatenkönig trägt nur Uniformen.
führt fast keine Kriege, sammelt große Soldaten, die langen Kerls, bis zu 6.000 Taler pro Mann und liebt die Jagd. Hier wartet er mit dem Hirschfänger in der Hand auf den getroffenen Zwölfender. Je älter der König wird, desto häufiger widmet er sich der Malerei. Dies ist das ehrliche Selbstbildnis eines von schweren Krankheiten geplagten Königs im Jahre 1737. Die Kinder, vor allem der Kronprinz, dessen Hand hier seine Schwester Wilhelmine hält, wachsen mit dem Militär auf. Später beschreibt die Prinzessin, wie Lebensqualität und Lebensfreude auf der Strecke bleiben. Wir führten das traurigste Leben der Welt. Früh, so wie es 7 schlug, weckte uns die Übung von dem Regimente des Königs auf. Sie fand vor unseren Fenstern, die zu ebenem Boden waren, statt. Das ging unaufhörlich, peff, poff. Und den ganzen Morgen hörte das Schießen nicht auf. Um 10 gingen wir zu meiner Mutter und begaben uns mit ihr in die Zimmer neben denen des Königs, wo wir den ganzen Morgen verseufzen mussten. Endlich kam die Tafelstunde. Das Essen bestand aus 6 kleinen, übel zubereiteten Schüsseln, die für 24 Personen hinreichen mussten. Am ganzen Tisch sprach man von nichts als von Sparsamkeit und Soldaten. Dem Kronprinzen ist ein strenger Tagesplan verordnet, geprägt von Disziplin und militärischen Übungen. Mit 3 Jahren muss er reiten, mit 5 fechten und schießen. 7 Uhr aufstehen, beten, waschen und anziehen in einer Viertelstunde. Frühstücken in 7 Minuten, Bibelstunde, Kirchgang. Die Mutter dürfen die Kinder nur unter Aufsicht des Vaters sehen. Beim Prinzen soll immer ein Erzieher schlafen. Er soll niemals allein gelassen werden. Demütigende öffentliche Züchtigungen des Sohnes durch den Vater sind an der Tagesordnung. Friedrich plant gemeinsam mit Freund Hermann von Katte und Schwester Wilhelmine die Flucht nach London. Hier blieb auf seiner Flucht am 4. zum 5. August 1730 Friedrich der Große dem Vaterland erhalten. Eine Gedenktafel für einen Mann, der weder seinen Vater noch sein Vaterland wollte. Friedrich will fliehen nach England zu seinem Onkel an den englischen Hof. Vielleicht hätte er eine englische Prinzessin geheiratet oder wie von Wien erwogen, Maria Theresia, die Tochter des Kaisers. Aber der Fluchtplan wird entdeckt und der Soldatenkönig wirft seinen Sohn, den Kronprinzen, ins Gefängnis und fordert, für den Sohn und dessen Helfer die Todesstrafe. Das Militärgericht bringt den Mut auf, die Todesstrafe für den Kronprinzen zu verweigern. Und so lässt der Vater vor den Augen seines Sohnes, dessen Freund und Helfer Hermann von Katte, in Küstrin hinrichten. Schloss Rheinsberg liegt von Potsdam über eine Tagesreise entfernt. Ab 1737 residiert Friedrich hier mit seiner Frau, Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig, die er auf Drängen des Vaters geheiratet hat. Die Lieblingsbeschäftigungen des Kronprinzen sind Lesen, Musizieren, Dichten, Philosophieren. Erzogen von einer hugenottischen Amme, spricht er sein Leben lang kein vernünftiges Deutsch. So sind alle seine Schriften in Französisch abgefasst. In Rheinsberg schreibt Friedrich den Anti-Machiavell, den Moralkodex des aufgeklärten Despoten. Wie beklagenswert ist das Schicksal der Völker, wenn sie von dem Missbrauch der Herrschergewalt alles zu fürchten haben. Wenn ihr Vermögen der Habgier des Fürsten, ihre Freiheit seinen Launen und ihr Leben seiner Grausamkeit zum Opfer fällt. Der französische Aufklärer Voltaire antwortet euphorisch:
Fahren Sie fort, großer Fürst, großer Mensch. Vernichten Sie das Ungeheuer des Aberglaubens und des Fanatismus, diesen Feind der göttlichen Vernunft. Seien Sie der König der Philosophen. Am 31. Mai 1740 stirbt der Vater, der Soldatenkönig. Er hinterlässt seinem Sohn die größte Armee Deutschlands. 83.000 Mann und 8 Millionen angesparte Taler Kriegskasse in den Kellern des Berliner Schlosses. Friedrich II. Besteigt den Thron. Am Beginn seiner Amtszeit verteilt er die langen Kerls auf die aktiven Truppen, lässt verbilligtes Korn aus öffentlichen Speichern an die Armen verkaufen, ordnet die Abschaffung der Folter an und hebt die Zensur auf. Seine ungeliebte Gattin muss von nun an getrennt von ihm im Pankower Schloss Niederschönhausen leben. Die Ehe bleibt ohne Kinder. Im Jahr 1740 stirbt in Wien der deutsche Kaiser Karl VI. Friedrich ist wie ausgewechselt. Dieser Todesfall zerstört alle meine friedlichen Gedanken. Und ich glaube, im Monat Juni wird es mehr auf Pulver, Soldaten und Tranchäen ankommen, als auf Schauspielerinnen, Ballett und Theater. Jetzt ist der Zeitpunkt einer völligen Neuordnung des alten politischen Systems. Maria Theresia tritt die Nachfolge ihres Vaters an. Eine Frau auf dem Thron? Friedrich befiehlt seinen Generälen, gegen die Habsburgerin in den Krieg zu ziehen. Meine Herren, ich unternehme einen Krieg. Brechen Sie auf zum Rendezvous des Ruhms, wohin ich Ihnen ungesäumt folgen werde. Die Welt ist entsetzt. Frankreich und England protestieren. Am 16. Dezember 1740 marschieren preußische Truppen in Schlesien ein, auf das Friedrich alte Rechte anmeldet. Vier Jahre später, nach nicht nur gewonnenen Schlachten, äußert er: Ich will meine Machtstellung behaupten oder untergehen und alles, selbst den Namen Preußens, mit ins Grab nehmen. Wieder 15 Jahre später, nahe daran, die Giftpillen, die er immer bei sich trägt, zu schlucken, schreibt Friedrich II. Nach der vernichtenden Niederlage bei Kunersdorf in der Nähe von Frankfurt-Oder kleinlaut nach Berlin: Zum Schluss dachte ich selbst, gefangen zu werden, und war das Schlachtfeld zu räumen gezwungen. Mein Rock ist total durchlöchert. Zwei Pferde sind mir getötet worden. Mein Unglück ist es, noch zu leben. Unser Verlust ist sehr bedeutend. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Das ist ein grausamer Umschlag. Ich werde ihn nicht überleben. Die Folgen der Schlacht werden schlimmer sein als die Schlacht selbst. Ich habe keine Hilfsquellen mehr. Und, um nicht zu lügen, ich glaube, alles ist verloren. Friedrich. Die Schwäche seiner Feinde schützt Preußen vor einem Fiasko. Friedrich II. Darf das eroberte Schlesien behalten. Er ist hager geworden. Die Kriegsjahre haben ihn gezeichnet. Seiner Neuordnung der Welt hat er 150.000 Landeskinder geopfert. Und zweimal so viel Tote beim Gegner. In seinem Kassenbuch vermerkt er viele Millionen Taler Kriegskosten. In Friedenszeiten wohnt der König in seiner Sommerresidenz Sanssouci, bereits 1747 fertiggestellt. Hier lebt er seinen Traum von der heilen Welt. Sein Tagesablauf ist streng geregelt. Zwischen 3 und 4 Uhr wecken. Bereits während des Ankleidens Erledigung der Post. Keine Briefe, nur Todesurteile liegen länger als einen Tag. Währenddessen werden ihm alle Besucher gemeldet, die in Potsdam angekommen sind. Interessiert ihn jemand, lässt er ihn zu sich bitten. Beim Frühstück trinkt er viel Wasser, Kaffee, gelegentlich auch Schokolade. Währenddessen referieren die Kabinettsräte über Staatsangelegenheiten. Nach dem Frühstück 1 bis 2 Stunden Flötenspiel als Meditation. Der König liebt scharfe Speisen. Seine Köche sind Italiener, Franzosen oder Russen.
Ihre Leistungen werden mit Zensuren auf den Menükarten bewertet. Das Essen dauert 2 bis 3 Stunden. An des Königs Tafel sitzen häufig Intellektuelle. 3 Jahre auch Geistesfreund und Verehrer Voltaire. Potsdam ist Sparta und Athen zugleich. Täglich wird gemustert und gedichtet. Ein Lager des Mars und der Garten Epikurs. Trompeten und Violinen, schreibt er 1750 begeistert. 3 Jahre später kommt es zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen den beiden Busenfreunden und schließlich zum Bruch. Nach dem Essen Post erledigen, komponieren, Lektüre, Besucher. 6 bis 7 Uhr abends, Kammerkonzert. Zuweilen mit hochkarätiger Besetzung. Erste Flöte, König. Zweite Flöte, Hofkomponist Quanz. Gesang und Klavier, Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha. Erste Violine, Herzog von Braunschweig. Cello, Prinz Heinrich von Preußen. Gespielt werden natürlich nur Kompositionen des Königs und seiner Hofkomponisten. Das einzige Bild, das im Arbeitskabinett des Königs hängt, zeigt die von Friedrich verehrte, hochbezahlte Tänzerin Barbarina. Nach dem Krieg bemüht sich der König, sein Land wieder aufzurichten. Seine friedlichen Eroberungen finden in der Mark statt. Der Finow-Kanal und der Storkower Kanal werden gebaut, das Oderbruch trockengelegt. 1763 ist das große Werk vollendet. Ein Jahr später verordnet der alte Fritz den Brandenburgern die Kartoffel. 32.500 Hektar Land sind gewonnen, 50 neue Dörfer gegründet. Beeindruckend ist das Tempo, mit dem gebaut wird. Im Januar 1757 ergeht der Befehl, hier in Wuschewir ein Dorf zu bauen. Die Siedler kommen aus Pommern, Sachsen, Württemberg und aus der ganzen Mark. Bereits im Herbst des gleichen Jahres ziehen sie in ihre selbstgebauten Häuser ein. Am besten erhalten blieb das Schul- und Bethaus. Für eine extra Kirche hatte man nach dem Krieg nicht genug Geld. Die Kolonisten erhalten kräftige Erleichterungen. 8 Jahre steuerfrei, Befreiung von Abgaben und Diensten. Bis 1786 finden nahezu 125.000 Kolonisten in der Kur- und Neumark eine neue Heimat. Von Brandenburg ist kaum noch die Rede. Es ist eine der Provinzen des preußischen Staates, der vom Rhein bis zur russischen Grenze, von Böhmen bis zur Ostsee reicht und fast 10-mal so groß ist wie Brandenburg, als es Kurmark wurde. Das Königreich Preußen ist ein führender europäischer Staat und Berlin eine europäische Großstadt. Moses Mendelssohn, Ephraim Lessing, Lavater, Nicolai wirken in Berlin. Kant formuliert seine Aufforderung, den eigenen Verstand zu gebrauchen, in sicherer Entfernung von der Hauptstadt, im fernen Königsberg. Casanova und Goethe weilen in Potsdam zu besuchen und gehen wieder. Auch Lessing bleibt nicht. Für deutsche Dichter und deutsche Kultur hat der König sein Leben lang wenig übrig. In diesem Brandenburg entsteht dank des durchorganisierten Beamtenstaates, dank des allgegenwärtigen königlichen Tausendsasser, der alles kann, alles anordnet, eine durch alle Schichten gehende Untertanenmentalität. Es ist bequem, sich regieren zu lassen. Der Mythos vom alten Fritz entsteht schon zu seinen Lebzeiten. Als Friedrich der Große 1786 stirbt, hat Preußen mit 150.000 Soldaten eine der größten Armeen Europas.
Ich fand zwar den großen Kranken mit etwas freierem Bewusstsein, so dass er die Umstehenden kannte, aber doch erinnerte er sich seiner noch nicht expedierten Kabinettsgeschäfte zum ersten Male in dem ganzen Verlauf seiner Regierung nicht. Und dies war mehr als hinlänglicher Beweis von dem hohen Grade seines Übelbefindens. Nur sterbend konnte er fähig sein, seine Geschäfte zu vergessen. Und dieser Umstand schreckte mich mehr als alles Übrige. Plötzlich stellte sich ein beständiger, kurzer Husten mit starkem Röcheln auf der Brust ein, der nach und nach das Atemholen erschwerte und morgens, den 17. August, die Maschine dieses außerordentlichen Geistes zum Stillstand brachte. So der Bericht des Leibarztes. Schon 1752 hatte der alte Fritz für diesen Fall verfügt. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Pomp, ohne Prunk und ohne die geringsten Zeremonien. Ich will weder geöffnet noch einbalsamiert werden. Sterbe ich in Berlin oder Potsdam, so will ich der eitlen Neugier des Volkes nicht zur Schau gestellt werden und am dritten Tag um Mitternacht beigesetzt werden. Man bringe mich beim Schein einer Laterne und ohne, dass mir jemand folgt, nach Sanssouci und bestatte mich dort ganz schlicht auf der Höhe der Terrasse rechter Hand, wenn man hinaufsteigt, in einer Gruft, die ich mir habe herrichten lassen. Ohne, dass mir jemand folgt. Sein Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ignoriert auch dieses Vermächtnis. Die Welt, so hört man, ist erleichtert. Maria Theresia, die Tochter des Kaisers. Aber der Fluchtplan wird entdeckt und der Soldatenkönig wirft seinen Sohn, den Kronprinzen, ins Gefängnis und fordert für den Sohn und dessen Helfer die Todesstrafe. Das Militärgericht bringt den Mut auf, die Todesstrafe für den Kronprinzen zu verweigern. Und so lässt der Vater vor den Augen seines Sohnes, dessen Freund und Helfer Hermann von Katte, in Küstrin hinrichten. Schloss Rheinsberg liegt von Potsdam über eine Tagesreise entfernt. Ab 1737 residiert Friedrich hier mit seiner Frau, Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig, die er auf Drängen des Vaters geheiratet hat. Die Lieblingsbeschäftigungen des Kronprinzen sind Lesen, Musizieren, Dichten, Philosophieren. Erzogen von einer hugenottischen Amme, spricht er sein Leben lang kein vernünftiges Deutsch. So sind alle seine Schriften in Französisch abgefasst. In Rheinsberg schreibt Friedrich den Anti-Machiavell, den Moralkodex des aufgeklärten Despoten. Wie beklagenswert ist das Schicksal der Völker, wenn sie von dem Missbrauch der Herrschergewalt alles zu fürchten haben. Wenn ihr Vermögen der Habgier des Fürsten, ihre Freiheit seinen Launen und ihr Leben seiner Grausamkeit zum Opfer fällt. Der französische Aufklärer Voltaire antwortet euphorisch: Fahren Sie fort, großer Fürst, großer Mensch, vernichten Sie das Ungeheuer des Aberglaubens und des Fanatismus, diesen Feind der göttlichen Vernunft. Seien Sie der König der Philosophen. Am 31. Mai 1740 stirbt der Vater, der Soldatenkönig. Er hinterlässt seinem Sohn die größte Armee Deutschlands, 83.000 Mann und 8 Millionen angesparte Taler Kriegskasse in den Kellern des Berliner Schlosses. Friedrich II. Besteigt den Thron. Am Beginn seiner Amtszeit verteilt er die langen Kerls auf die aktiven Truppen, lässt verbilligtes Korn aus öffentlichen Speichern an die Armen verkaufen, ordnet die Abschaffung der Folter an und hebt die Zensur auf. Seine ungeliebte Gattin muss von nun an getrennt von ihm im Pankower Schloss Niederschönhausen leben. Die Ehe bleibt ohne Kinder. Im Jahr 1740 stirbt in Wien der deutsche Kaiser Karl VI., Friedrich Fürsten der Mark ernannt.
Mit ihm beginnen 500 Jahre Hohenzollernherrschaft in Brandenburg. Es ist das gleiche Konzil, auf dem der tschechische Reformator Johannes Hus seine Gedanken gegen das Streben der Kirche nach weltlicher Macht und Reichtum darlegt. Er wird unter Bruch der Zusage für freies Geleit auf dem Konzil als Ketzer abgeurteilt und am 6. Juni 1415 verbrannt. Ein Sturm der Entrüstung bricht unter der Anhängerschaft in Böhmen und Mähren los. Die Hussiten schlagen in blinder Wut auf alles ein, was sich zu der alten Kirche bekennt. Der Papst ruft zu einem Kreuzzug gegen die böhmischen Ketzer auf. Und der Kaiser erinnert sich seines Feldherrn Friedrich, den er gerade zum Kurfürsten von Brandenburg ernannt hat. Friedrich führt nun das Reichsheer gegen die Hussiten. Sie fallen in die Niederlausitz und anschließend auch verheerend in die Mark ein. Die Vorstädte Frankfurts gehen in Flammen auf. Es kommt zu Plünderungen und zu Brandschatzungen. In der Umgebung Berlins, bei Fürstenwalde und Strausberg. Dann ziehen die Hussiten in Richtung Bernau. Vor der Stadtmauer von Bernau kommt der Feldzug zum Stocken. Und die Legende berichtet, dass das Bier dabei eine Rolle gespielt habe. Das Bier. Ja. Vielleicht ist es vererbt, das Bier trinken. Schon im Mittelalter galt es als Volksgetränk und wurde als Nahrungsmittel zu allen Gelegenheiten getrunken und wurde den Speisen beigemischt. Viele Zünfte in Brandenburg lebten von der Bierbrauerei. Am berühmtesten war das Bernauer Bier. Seine Qualität wurde nach der Klebekraft gemessen. Zur Bierprobe kamen die Ratsherren zusammen, setzten sich mit Lederhosen auf Schemel, die mit Bier begossen waren. Auf ein Zeichen erhoben sie sich alle. Und der Schemel musste am Hosenboden kleben bleiben. Blieb der Schemel am Hintern kleben, dann schrien alle begeistert: Das Bier klebt, das Bier ist gut. Die Reformation breitet sich dennoch aus. Aber mittelalterlicher Reliquienkult und Aberglauben gedeihen auch noch im lutherischen Brandenburg. Diese gewaltige Kirche ist St. Nikolai in Bad Vilsnack. Über Generationen hinweg ist sie das Wallfahrtsziel von unzähligen Pilgern aus ganz Europa. An manchen Tagen sollen sich sogar Zehntausende von Menschen hineingedrängt haben, um die Hostien zu betrachten, auf denen ein roter Fleck zu sehen war, den die wundergläubigen Menschen für Christi Blut hielten. Raubritter hatten 1383 Vilsnack zerstört und niedergebrannt. Der Pfarrer findet unter den Kirchtrümmern drei unversehrte Hostien mit einem Blutfleck in der Mitte. Er berichtet dies dem Bischof. Dieser erkennt die große Wunderkraft der Hostien und gibt davon Kunde. Dietrich verhöhnt die heiligen Sakramente und wird daraufhin blind. Nun werden die Wunderhostien dem Volk gezeigt. Tausende und Abertausende Kranke und Gebrechliche suchen in Vilsnack Heilung und Rettung. Das Ganze hat der Kirche erhebliche Einnahmen gebracht. In diesem Schrank wurden die Hostien aufbewahrt. Luther bezeichnet das Ganze als Teufelsspuk. Am frühen Morgen des 28. Mai 1552 vernichtet deshalb der protestantische Prediger Joachim Ellefeld die Hostien in der Wunderblutkapelle.
Damit enden die für den Bischof, die Stadt und das Land so einträglichen Wallfahrten. Auf der Plattenburg bei Wilsnack wird Ellefeld in diesem Gefängnis eingekerkert. Es gibt eine Fülle von Bittgesuchen. Schließlich wird der lutherische Prediger freigelassen, aber aus der Mark Brandenburg vertrieben. Joachim II., der als protestantischer Landesherr gerade den protestantischen Pfarrer Ellefeld des Landes verwiesen hat, zeigt sich nicht nur in Glaubensfragen widersprüchlich. Auch sein Privatleben steckt voller Konflikte. Die Gemahlin des Kurfürsten, die polnische Prinzessin Hedwig, will partout nicht vom katholischen Glauben lassen. Sie ist seit einem Unfall gelähmt und die Ehe mit Joachim ist belastet. Denn dieser liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Jahre Krieg, Hunger und Pest haben das Land verwüstet. Man sieht es ihm nicht an, aber Kurfürst Friedrich Wilhelm ist nahezu bankrott. Als er im März 1643 in seine Residenzstadt Köln-Berlin einreitet, bietet sich ihm ein jämmerliches Bild. Von 10.000 Einwohnern hat der Krieg gerade noch 6.000 übrig gelassen. Viele Häuser sind zerstört, das Schloss ist in einem miserablen Zustand, das Land ruiniert. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hat keine Armee, kein Geld und keine Frau. Eigentlich wollte er diese schöne Schwedin heiraten, Christine von Schweden. Tochter des legendären schwedischen Königs Gustav Adolf. Aus den einzigen Feinden im Dreißigjährigen Krieg wären Verbündete geworden. Unter Friedrich Wilhelm wäre König von Schweden geworden. Es hätte ein schwedisch-deutsches Ostseereich gegeben. Aber die Sache scheitert an der generellen Unlust dieser schönen Dame zu heiraten. Sie geht nach Rom und wird katholisch. Lieber ins Kloster als diesen Brandenburger, wird sie sich vielleicht gedacht haben. Zweifelhafter Absicht in Brotteig geknetet. Im Backofen erscheint dann das gemarterte Jesuskind. Teile der Hostie wären angeblich an andere Juden verteilt worden und die hätten die geweihten Stücke zerstochen und zerschlagen. Die Folterknechte erpressen immer mehr Namen von ihren jüdischen Delinquenten. Am Ende werden 40 Angeklagte, die die Folter überlebt haben, vor dem Berliner Richter geführt. Als Kennzeichen der Verachtung müssen sie weiße, spitze Hüte tragen. 38 von ihnen erleiden vor den Toren von Berlin den Feuertod, nachdem sie mit glühenden Zangen gemartert wurden. Zwei, die sich zum Christentum bekehrt haben, werden begnadigt und einen Tag später durch das Schwert hingerichtet. Die märkischen Stände haben erreicht, was sie wollten. Die Juden verlassen Brandenburg. Eine inszenierte Geschichte.
Paul Fromm, der wahre Dieb, hatte seinem Pfarrer gebeichtet, dass er die Juden zu Unrecht beschuldigt habe. Aber auf Weisung des Bischofs musste der Pfarrer die Wahrheit verschweigen. Und so nahm das schreckliche Unheil seinen Lauf. 1539 weist der Reformator Philipp Melanchthon auf dem Frankfurter Ständetag nach, dass hier ein Justizmord verübt wurde. Ein neuer Gott regiert dieses Jahrhundert, das Geld. Und höchste Würdenträger der Kirche sind ihm ebenso verfallen wie weltliche Herrscher. Der Bruder und Mitregent Joachims, Erzbischof Albrecht, erkauft sich mit 30.000 vom Augsburger Kaufmann Fugger geliehenen Dukaten, beim Papst die Kurwürde und das Bischofsamt von Mainz. Damit besitzt das Haus Hohenzollern nun zwei Stimmen bei der Kaiserwahl. Um die Geldmittel wieder hereinzubringen, organisiert Albrecht in der Mark Brandenburg einen hemmungslosen Ablasshandel. Der Ablass ist eine Urkunde, mit der sich die Menschen angeblich die Vergebung der Sünden und das Seelenheil erkaufen können. Albrecht setzt den Dominikaner Johannes Tetzel als Generalsubkommissar für den Ablasshandel ein. Tetzel ist ein gewaltiger Prediger, der die Zuhörer zum Schaudern bringt. Dies ist der Tetzelkasten, in dem der Dominikaner seine Ablassgelder gesammelt haben soll. Die Einnahmen, die er macht, gehen zur Hälfte an den Papst, zur anderen Hälfte an Erzbischof Albrecht. Die Natur findet immer wieder Mittel und Wege, sich gegen das durchzusetzen, was ihr der Mensch antut. Und der Mensch findet immer wieder Mittel und Wege, das der Lächerlichkeit preiszugeben, was ihm der Mensch antut. Ein Brandenburger Ritter, Hake von Stülpe, verlangt von dem Ablasshändler Tetzel einen Ablassbrief für eine Sünde, die er... Nachrichten vom Jahrhundertereignis treffen in Berlin früher ein als das königliche Paar. Das lässt auf sich warten. Friedrich kommt erst im Mai. Eine Riesenfeier steigt. Endlich haben die Märker einen richtigen König. Der schiefe Fritz heißt nicht mehr Friedrich der Dritte, sondern als der erste Gekrönte seines Stammes Friedrich der Erste, König in Preußen. Und die Brandenburger heißen irgendwann nur noch Preußen. Und im Wappen schwebt über dem roten Adler die preußische Krone. Die Berliner Feierlichkeiten im Mai sind der Anfang einer langen Kette von Vergnügungen. Trompeten, Glockengeläut, Trommeln, Kanonendonner und der alte Dessauer. Das ist die Musik, die der König liebt. 6 Millionen Taler kostet die ganze Krönung. Mit seiner Luxusjacht kann der König auf der Spree von Schloss zu Schloss segeln. In Charlottenburg gibt es Kammerkonzerte und italienische Opern. Neben zahlreichen Prunkbauten ist der Tiergarten vor der Stadt mit echten Löwen eine besondere Attraktion. Die Liebhaberin der Philosophie, Sophie Charlotte, holt das Universalgenie Leibniz nach Berlin. Der Bildhauer Schlüter erhält einen Vertrag. In Berlin entstehen Akademien, in Halle an der Saale eine Universität und die Frankischen Stiftungen. Die Hälfte der jährlichen Staatseinnahmen von 4 Millionen Talern geht in Hofhaltung und Baukosten von Spree Athen. Heute steht an der Spree aus Friedrichs Zeit nur noch das Zeughaus. Der schiefe Fritz macht Schulden wie keiner zuvor. Von der Verschwendungs- und Prunksucht des Königs profitieren Handel, Gewerbe und zahlreiche Günstlinge. Am 24. Januar 1712 läuten in Berlin die Glocken und alle Kanonen am Schloss werden abgefeuert. Ein Jahr vor seinem Tod ist Friedrich I. Großvater geworden.
Kurz vor 12 ist am preußischen Königshof in Berlin Enkel Prinz Friedrich geboren. An seiner Wiege stehen zwei Generationen und zwei Prinzipien. Der verschwenderische Jahre Krieg, Hunger und Pest haben das Land verwüstet. Man sieht es ihm nicht an, aber Kurfürst Friedrich Wilhelm ist nahezu bankrott. Als er im März 1643 in seine Residenzstadt Köln-Berlin einreitet, bietet sich ihm ein jämmerliches Bild. Von 10.000 Einwohnern hat der Krieg gerade noch 6.000 übrig gelassen. Viele Häuser sind zerstört, das Schloss ist in einem miserablen Zustand, das Land ruiniert. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hat keine Armee, kein Geld und keine Frau. Eigentlich wollte er diese schöne Schwedin heiraten, Christine von Schweden. Tochter des legendären schwedischen Königs Gustav Adolf. Aus den einzigen Feinden im Dreißigjährigen Krieg wären Verbündete geworden. Unser Friedrich Wilhelm wäre König von Schweden geworden. Es hätte ein schwedisch-deutsches Ostseereich gegeben. Aber die Sache scheitert an der generellen Unlust dieser schönen Dame zu heiraten. Sie geht nach Rom und wird katholisch. Lieber ins Kloster als diesen Brandenburger, wird sie sich vielleicht gedacht haben. Also leiht sich der 26-jährige Friedrich Wilhelm 50.000 Taler und heiratet im Jahre 1646 in Den Haag Luise Henriette von Oranien. Der Brandenburger hat in den Niederlanden studiert und große Sympathien für das moderne Staatswesen entwickelt und für die Töchter des Landes. Dieses Bild entsteht 20 Jahre später. Luise Henriette schenkt Friedrich Wilhelm 4 Söhne. Einer Grausamkeit zum Opfer fällt. Der französische Aufklärer Voltaire antwortet euphorisch: Fahren Sie fort, großer Fürst, großer Mensch. Vernichten Sie das Ungeheuer des Aberglaubens und des Fanatismus, diesen Feind der göttlichen Vernunft. Seien Sie der König der Philosophen. Am 31. Mai 1740 stirbt der Vater. Der Soldatenkönig. Er hinterlässt seinem Sohn die größte Armee Deutschlands. 83.000 Mann und 8 Millionen angesparte Taler Kriegskasse in den Kellern des Berliner Schlosses. Friedrich II. Besteigt den Thron. Am Beginn seiner Amtszeit verteilt er die langen Kerls auf die aktiven Truppen, lässt verbilligtes Korn aus öffentlichen Speichern an die Armen verkaufen, ordnet die Abschaffung der Folter an und hebt die Zensur auf. Seine ungeliebte Gattin muss von nun an getrennt von ihm im Pankower Schloss Niederschönhausen leben. Die Ehe bleibt ohne Kinder. Im Jahr 1740 stirbt in Wien der deutsche Kaiser Karl VI. Friedrich ist wie ausgewechselt. Dieser Todesfall zerstört alle meine friedlichen Gedanken. Und ich glaube, im Monat Juni wird es mehr auf Pulver, Soldaten und Tranchäen ankommen als auf Schauspielerinnen, Ballett und Theater. Jetzt ist der Zeitpunkt einer völligen Neuordnung des alten politischen Systems. Maria Theresia tritt die Nachfolge ihres Vaters an. Eine Frau auf dem Thron? Friedrich befiehlt seinen Generälen, gegen die Habsburgerin in den Krieg zu ziehen.
Meine Herren, ich unternehme einen Krieg. Brechen Sie auf zum Rendezvous des Ruhms, wohin ich Ihnen ungesäumt folgen werde. Die Welt ist entsetzt. Frankreich und England protestieren. Am 16. Dezember 1740 marschieren preußische Truppen in Schlesien ein, auf das Friedrich alte Rechte anmeldet. Vier Jahre später, nach nicht nur gewonnenen Schlachten, äußert er: Ich will meine Machtstellung behaupten oder untergehen und alles, selbst den Namen Preußens, mit ins Grab nehmen. Wieder 15 Jahre später, nahe daran, die Giftpillen, die er immer bei sich trägt, zu schlucken, schreibt Friedrich II. Nach der vernichtenden Niederlage bei Kunersdorf in der Nähe von Frankfurt-Oder kleinlaut nach Berlin: Zum Schluss dachte ich selbst, gefangen zu werden, und war das Schlachtfeld zu räumen. Joachim will es sich mit dem Kaiser nicht verderben. Die protestantischen Reichsstände werden vernichtend geschlagen. Die Reformation breitet sich dennoch aus. Aber mittelalterlicher Reliquienkult und Aberglauben gedeihen auch noch im lutherischen Brandenburg. Diese gewaltige Kirche ist St. Nikolai in Bad Wilsnack. Über Generationen hinweg ist sie das Wallfahrtsziel von unzähligen Pilgern aus ganz Europa. An manchen Tagen sollen sich sogar Zehntausende von Menschen hineingedrängt haben, um die Hostien zu betrachten, auf denen ein roter Fleck zu sehen war, den die wundergläubigen Menschen für Christi Blut hielten. Raubritter hatten 1383 Wilsnack zerstört und niedergebrannt. Der Pfarrer findet unter den Kirchtrümmern drei unversehrte Hostien mit einem Blutfleck in der Mitte. Er berichtet dies dem Bischof, dieser erkennt die große Wunderkraft der Hostien und gibt davon Kunde. Diederich verhöhnt die heiligen Sakramente und wird daraufhin blind. Nun werden die Wunderhostien dem Volk gezeigt. Tausende und Abertausende Kranke und Gebrechliche suchen in Wilsnack Heilung und Rettung. Das Ganze hat der Kirche erhebliche Einnahmen gebracht. In diesem Schrank wurden die Hostien aufbewahrt. Luther bezeichnet das Ganze als Teufelsspuk. Am frühen Morgen des 28. Mai 1552 vernichtet deshalb der protestantische Prediger Joachim Ellefeld die Hostien in der Wunderblutkapelle. Damit enden die für den Bischof, die Stadt und das Land so einträglichen Wallfahrten. Auf der Plattenburg bei Wilsnack wird Ellefeld in diesem Gefängnis eingekerkert. Es gibt eine Fülle von Bittgesuchen. Schließlich wird der lutherische Prediger freigelassen, aber aus der Mark Brandenburg vertrieben. Joachim II., der als protestantischer Landesherr gerade den protestantischen Pfarrer Ellefeld des Landes verwiesen hat, zeigt sich nicht nur in Glaubensfragen widersprüchlich. Auch sein Privatleben steckt voller Konflikte. Die Gemahlin des Kurfürsten, die polnische Prinzessin Hedwig, will... ...5700 brandenburgische Soldaten schlagen bei Fehrbellin eine schwedische Übermacht von 11.000 Soldaten. Diese Sensation spricht sich in Europa wie ein Lauffeuer herum. Die Brandenburger haben jetzt einen Helden, den großen Kurfürsten, etwas, worauf sie stolz sein dürfen. 200 Jahre später wird bei Fehrbellin ein Denkmal eingeweiht und diese Musik wird dazu gespielt,
der Färbeliner Reitermarsch. Vielleicht kommt er Ihnen bekannt vor. Hier auf den Feldern bei Hakenberg verlieren die für ihre Grausamkeit berüchtigten Schweden 4000 Soldaten. Die Brandenburger zählen 500 Gefallene. Ein Denkmal für Preußens Glanz und Gloria. Gestiftet von Wilhelm I. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben, dichteten die Leute im Dritten Reich auf diese Musik. Aber da war es schon zu spät. Die Hauptbeschäftigungen des großen Kurfürsten sind friedlicher Natur. Immer noch und noch lange leidet Brandenburg an chronischer Unterbevölkerung. Die ersten Kolonisten kommen aus den Niederlanden, der Heimat seiner Gemahlin Luise Henriette. Er hat ihr Schloss Bözow geschenkt, das bald darauf Oranienburg heißt. Die Holländer bauen das Schloss um und legen im Auftrag Luises eine Musterwirtschaft an. Verlockend für ausländische Zuwanderer sind Glaubensfreiheit und Vergünstigungen für Neusiedler. Jeder in Brandenburg soll nach seiner Fasson selig werden. Jede Religion wird toleriert. Nach den Niederländern kommen Siedler und Exilanten aus Friesland, aus der Schweiz und der Pfalz. Juden aus Wien und 1685 aus Frankreich fast 20.000 Hugenotten, die wegen ihres calvinistischen Glaubens verfolgt werden. Keine Bevölkerungsgruppe prägt die Kurmark und ihre Residenz Berlin-Köln so sehr wie die Franzosen. Sie bringen Wissen und Fertigkeiten aus Westeuropa mit. Allein 40 neue Berufe, die hier noch keiner kennt. Gemüse, Gebäck und Speisen, die in Berlin noch nie einer gegessen hat. Sie übernehmen wichtige Ämter. Die Hugenotten investieren in zahlreiche Gebäude und ein Schul- und Bethaus. Für eine Extrakirche hatte man nach dem Krieg nicht genug Geld. Die Kolonisten erhalten kräftige Erleichterungen. 8 Jahre steuerfrei, Befreiung von Abgaben und Diensten. Bis 1786 finden nahezu 125.000 Kolonisten in der Kur und Neumark eine neue Heimat. Von Brandenburg ist kaum noch die Rede. Es ist eine der Provinzen des preußischen Staates, der vom Rhein bis zur russischen Grenze, von Böhmen bis zur Ostsee reicht und fast 10-mal so groß ist wie Brandenburg, als es Kurmark wurde. Das Königreich Preußen ist ein führender europäischer Staat und Berlin eine europäische Großstadt. Moses Mendelssohn, Ephraim Lessing, Lavater, Nicolai wirken in Berlin. Kant formuliert seine Aufforderung, den eigenen Verstand zu gebrauchen, in sicherer Entfernung von der Hauptstadt, im fernen Königsberg. Casanova und Goethe weilen in Potsdam zu besuchen und gehen wieder. Auch Lessing bleibt nicht. Für deutsche Dichter und deutsche Kultur hat der König sein Leben lang wenig übrig. In diesem Brandenburg entsteht dank des durchorganisierten Beamtenstaates, dank des allgegenwärtigen königlichen Tausendsasser, der alles kann, alles anordnet, eine durch alle Schichten gehende Untertanenmentalität. Es ist bequem, sich regieren zu lassen. Der Mythos vom alten Fritz entsteht schon zu seinen Lebzeiten. Als Friedrich der Große 1786 stirbt, hat Preußen mit 150.000 Soldaten eine der größten Armeen Europas. Ich fand zwar den großen Kranken mit etwas freierem Bewusstsein, so dass er die Umstehenden kannte, aber doch erinnerte er sich seiner noch nicht expedierten Kabinettsgeschäfte zum ersten Male in dem ganzen Verlauf seiner Regierung nicht. Und dies war mehr als hinlänglicher Beweis von dem hohen Grade seines Übelbefindens. Nur sterbend konnte er fähig sein, seine Geschäfte zu vergessen. Und dieser Umstand schreckte mich mehr als alles Übrige. Plötzlich stellte sich ein beständiger, kurzer Husten mit starkem Röcheln auf der Brust ein, der nach und nach das Atemholen erschwerte und morgens, den 17. August,
die Maschine dieses außerordentlichen Geistes zum Stillstand brachte. So der Bericht des Leibarztes. Schon 1752 hatte der alte Fritz für der Heimat seiner Gemahlin Luise Henriette. Er hat ihr Schloss Bözow geschenkt, das bald darauf Oranienburg heißt. Die Holländer bauen das Schloss um und legen im Auftrag Luises eine Musterwirtschaft an. Verlockend für ausländische Zuwanderer sind Glaubensfreiheit und Vergünstigungen für Neusiedler. Jeder in Brandenburg soll nach seiner Fasson selig werden. Jede Religion wird toleriert. Nach den Niederländern kommen Siedler und Exilanten aus Friesland, aus der Schweiz und der Pfalz. Juden aus Wien und 1685 aus Frankreich fast 20.000 Hugenotten, die wegen ihres calvinistischen Glaubens verfolgt werden. Keine Bevölkerungsgruppe prägt die Kurmark und ihre Residenz Berlin-Köln so sehr wie die Franzosen. Sie bringen Wissen und Fertigkeiten aus Westeuropa mit. Allein 40 neue Berufe, die hier noch keiner kennt. Gemüse, Gebäck und Speisen, die in Berlin noch nie einer gegessen hat. Sie übernehmen wichtige Ämter. Die Hugenotten investieren in zahlreiche Gebäude und Einrichtungen, die für lange Zeit das Bild der Stadt prägen. Die französische Kirche, später ergänzt durch den französischen Dom, und die Berliner Charité sind Beispiele. Berlin wird zur Residenzstadt. Friedrich Wilhelm lässt Straßen ausbauen und verbessert das Postwesen. Eine schnelle Nachrichtenverbindung ist lebenswichtig für die Verwaltung des Staates, dessen längste Ausdehnung über 1000 Kilometer ist. Die Reisezeit beträgt 3 Wochen. Befiehlt Friedrich Wilhelm den Bau eines Kanals zwischen Oder und Spree, der dem Handelsplatz Frankfurt-Oder das Wasser abgräbt. Aber er will viel weiter, zum Meer und nach Afrika. Seit der Kurfürst in Holland war, liebt er die Flotte und die Ozeane. Der Kurfürst hat Visionen. Er will in den Welthandel einsteigen. Am Schiffbauerdamm in Berlin, später in Havelberg, werden die ersten brandenburgischen Schiffe gebaut, die die Weltmeere erobern sollen. Über Havel und Elbe kommt die kurfürstliche Flotte ins koloniale Geschäft. 1680 kapern die Brandenburger vor Ostende die spanische Fregatte Carolus Secundus. Die erbeuteten Brabanter Spitzen bringen fast 100.000 Taler. Das Schiff wird umgetauft und läuft fortan unter dem Namen Markgraf von Brandenburg als Flaggschiff der brandenburgischen Marine, die im Laufe der Jahre auf 30 Schiffe anwächst. Raubritter hatten 1383 Wilsnack zerstört und niedergebrannt. Der Pfarrer findet unter den Kirchtrümmern 3 unversehrte Hostien mit einem Blutfleck in der Mitte. Er berichtet dies dem Bischof. Dieser erkennt die große Wunderkraft der Hostien und gibt davon Kunde. Dieterich verhöhnt die heiligen Sakramente und wird daraufhin blind. Nun werden die Wunderhostien dem Volk gezeigt. Tausende und Abertausende Kranke und Gebrechliche suchen in Wilsnack Heilung und Rettung. Das Ganze hat der Kirche erhebliche Einnahmen gebracht. In diesem Schrank wurden die Hostien aufbewahrt. Luther bezeichnet das Ganze als Teufelsspuk. Am frühen Morgen des 28. Mai 1552 vernichtet deshalb der protestantische Prediger Joachim Ellefeld die Hostien in der Wunderblutkapelle. Damit enden die für den Bischof, die Stadt und das Land so einträglichen Wallfahrten. Auf der Plattenburg bei Wilsnack wird Ellefeld in diesem Gefängnis eingekerkert. Es gibt eine Fülle von Bittgesuchen. Schließlich wird der lutherische Prediger freigelassen, aber aus der Mark Brandenburg vertrieben.
Joachim II., der als protestantischer Landesherr gerade den protestantischen Pfarrer Ellefeld des Landes verwiesen hat, zeigt sich nicht nur in Glaubensfragen widersprüchlich. Auch sein Privatleben steckt voller Konflikte. Die Gemahlin des Kurfürsten, die polnische Prinzessin Hedwig, will partout nicht vom katholischen Glauben lassen. Sie ist seit einem Unfall gelähmt und die Ehe mit Joachim ist belastet. Denn dieser liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen und viele Festlichkeiten, Bankette und fröhliche Gelage zu veranstalten. Schließlich beginnt der Kurfürst mit der Frau des Zeugmeisters der kurfürstlichen Gießhütte in Berlin, Anna Südow, ein Verhältnis. Liegt unter den Kirchtrümmern drei unversehrte Hostien mit einem Blutfleck in der Mitte. Er berichtet dies dem Bischof, dieser erkennt die große Wunderkraft der Hostien und gibt davon Kunde. Dieterich verhöhnt die heiligen Sakramente und wird daraufhin blind. Nun werden die Wunderhostien dem Volk gezeigt. Tausende und Abertausende Kranke und Gebrechliche suchen in Wilsnack Heilung und Rettung. Das Ganze hat der Kirche erhebliche Einnahmen gebracht. In diesem Schrank wurden die Hostien aufbewahrt. Luther bezeichnet das Ganze als Teufelsspuk. Am frühen Morgen des 28. Mai 1552 vernichtet deshalb der protestantische Prediger Joachim Ellefeld die Hostien in der Wunderblutkapelle. Damit enden die für den Bischof, die Stadt und das Land so einträglichen Wallfahrten. Auf der Plattenburg bei Wilsnack wird Ellefeld in diesem Gefängnis eingekerkert. Es gibt eine Fülle von Bittgesuchen. Schließlich wird der lutherische Prediger freigelassen, aber aus der Mark Brandenburg vertrieben. Joachim II., der als protestantischer Landesherr gerade den protestantischen Pfarrer Ellefeld des Landes verwiesen hat, zeigt sich nicht nur in Glaubensfragen widersprüchlich. Auch sein Privatleben steckt voller Konflikte. Die Gemahlin des Kurfürsten, die polnische Prinzessin Hedwig, will partout nicht vom katholischen Glauben lassen. Sie ist seit einem Unfall gelähmt und die Ehe mit Joachim ist belastet. Denn dieser liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen und viele Festlichkeiten, Bankette und fröhliche Gelage zu veranstalten. Schließlich beginnt der Kurfürst mit der Frau des Zeugmeisters der kurfürstlichen Gießhütte in Berlin, Anna Südow, ein Verhältnis. Der Kurfürst führt ein luxuriöses Leben. Das nötige Geld leiht er sich von den er das zweitgrößte deutsche Land. Verstreut auf einzelne Grafschaften und die Flächenländer Kurmark und Preußen, zieht es sich von der holländischen Grenze bis weit in den Osten ins heutige Russland, von der Ostsee bis in die Lausitz. Dieses Land ist schwer zu regieren und noch schwerer zu schützen. Der Kurfürst ist gezwungen, ständig zu lavieren. Kein Souverän dieser Epoche wechselt so oft die Seiten wie der Hohenzoller. Der Landesherr braucht eine starke Armee und starke Festungen. Berlin, Küstrin, Peitz und Spandau werden ausgebaut.
Im Unterschied zur bisherigen Praxis, Söldnertruppen anzumieten, organisiert er ein stehendes Heer. Eine starke Armee ist ein Machtfaktor. Innerhalb von 50 Jahren verzehnfacht Friedrich Wilhelm die Truppenstärke. Ausländische Hilfsgelder und einheimische Steuern finanzieren das stehende Heer. Der Adel setzt durch, dass die meisten Kosten für die neue Armee von den Städten getragen werden. So lasten die Abgaben auf Bauern und Bürgern, die noch schwer unter den Kriegsschäden leiden. Erst viel später wird die Akzise, vergleichbar mit der heutigen Mehrwertsteuer, eingeführt. Im Juni 1675 zieht der Kurfürst mit der brandenburgischen Kavallerie gegen die Schweden, die die Mark bedrohen. Einer der Heerführer des Kurfürsten war Prinz von Homburg. Im Sommer 1675 verfolgt der junge Heißsporn mit dem kurfürstlichen Heer die Schweden. Und kurz vor der Schlacht bei Fehrbellin schreibt er seiner Frau einen Brief nach Potsdam. Meine Engelsdicke, wir seid brav auf der Yacht mit den Herren Schweden. Sie seid hier beim Pass Nauen diesen Morgen übergangen, mussten bei 200 Toten zurückgelassen. Jenseits haben wir bei Fehrbellin alle Brücken abgebrannt und alle übrigen Pässe so besetzt, dass sie nun nicht aus dem Lande wieder können. Sobald unsere Infanterie kommt, soll, ob Gott wolle, die ganze Armada dran. Wir haben noch keine 60 Mann verloren und unsere Leute fechten als Leben. ...5.700 brandenburgische Soldaten schlagen bei Fehrbellin eine schwedische Übermacht von 11.000 Soldaten. Die vier Brandenburger werden die ausgeplünderte Mark zu einer europäischen Großmacht machen. 1652 schickt der Kurfürst seine Landreiter in die Mark. Sie sollen feststellen, wie viel von Land und Leuten übrig geblieben sind. Die Statistik zeichnet ein niederschmetterndes Bild. In der Kurmark leben nur noch 132.000 Menschen. Vorher waren es 300.000. Das Vieh ist geraubt und geschlachtet, die Äcker verödet, der Bauer muss sich selbst vor den Pflug spannen. Viele Dörfer sind wüst, die Städte zerstört und entvölkert. Am schlimmsten betroffen sind die Uckermark, der Barnim, die nördliche Neumark und die Prignitz. In Templin sind von 400 Familien nur noch 30 übrig. Die Bauern tragen doppelte Last. Sie müssen 4 und mehr Tage in der Woche für den Herrn arbeiten und außerdem hohe Abgaben zahlen. Weigert sich der Bauer, wird er hart bestraft. Kann er nicht zahlen, muss er sein Land zu einem Spottpreis verkaufen. Aus vielen Brandenburger Bauern werden in diesen Jahren Hörige. Als Friedrich Wilhelm die Regierung übernimmt, existieren in Deutschland nahezu 1500 Klein- und Kleinststaaten. Mit 24 Jahren regiert er das zweitgrößte deutsche Land. Verstreut auf einzelne Grafschaften und die Flächenländer Kurmark und Preußen, zieht es sich von der holländischen Grenze bis weit in den Osten ins heutige Russland, von der Ostsee bis in die Lausitz. Dieses Land ist schwer zu regieren und noch schwerer zu schützen. Der Kurfürst ist gezwungen, ständig zu lavieren. Kein Souverän dieser Epoche wechselt so oft die Seiten wie der Hohenzoller. Der Landesherr braucht eine starke Armee und starke Festungen. Berlin, Küstrin, Peitz und Spandau werden ausgebaut. Im Unterschied zur bisherigen Praxis, Söldnertruppen anzumieten, organisiert er ein stehendes Heer. Eine starke Armee ist ein Machtfaktor. Innerhalb von 50 Jahren verzehnfacht Friedrich Wilhelm die Truppenstärke. Ausländische Hilfsgelder und einheimische Steuern finanzieren das stehende Heer. Der Adel setzt durch, dass die meisten Kosten für die neue Armee von den Städten getragen werden. So lasten die Abgaben auf Bauern und Bürgern, die noch schwer unter den Kriegsschäden leiden.
Erst viel später wird die Akzise, vergleichbar mit der heutigen Mehrwertsteuer, eingeführt. Im Juni 1675 zieht der Kurfürst mit der brandenburgischen Kavallerie gegen die Schweden, die die Mark bedrohen. Einer der Heerführer des Kurfürsten war Prinz von Homburg. Hier lebt er seinen Traum von der heilen Welt. Sein Tagesablauf ist streng geregelt. Zwischen 3 und 4 Uhr wecken. Bereits während des Ankleidens Erledigung der Post. Keine Briefe, nur Todesurteile liegen länger als einen Tag. Währenddessen werden ihm alle Besucher gemeldet, die in Potsdam angekommen sind. Interessiert ihn jemand, lässt er ihn zu sich bitten. Beim Frühstück trinkt er viel Wasser, Kaffee, gelegentlich auch Schokolade. Währenddessen referieren die Kabinettsräte über Staatsangelegenheiten. Nach dem Frühstück 1 bis 2 Stunden Flötenspiel als Meditation. Der König liebt scharfe Speisen. Seine Köche sind Italiener, Franzosen oder Russen. Ihre Leistungen werden mit Zensuren auf den Menükarten bewertet. Das Essen dauert 2 bis 3 Stunden. An des Königs Tafel sitzen häufig Intellektuelle. 3 Jahre auch Geistesfreund und Verehrer Voltaire. Potsdam ist Sparta und Athen zugleich. Täglich wird gemustert und gedichtet. Ein Lager des Mars und der Garten Epikurs. Trompeten und Violinen, schreibt er 1750 begeistert. 3 Jahre später kommt es zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen den beiden Busenfreunden und schließlich zum Bruch. Nach dem Essen Post erledigen, komponieren, Lektüre, Besucher. 6 bis 7 Uhr abends Kammerkonzert, zuweilen mit hochkarätiger Besetzung. Erste Flöte, König. Zweite Flöte, Hofkomponist Quanz. Gesang und Klavier, Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha. Erste Violine, Herzog von Braunschweig. Cello, Prinz Heinrich von Preußen. Gespielt werden natürlich nur Kompositionen des Königs und seiner Hofkomponisten. Das einzige Bild, das im Arbeitskabinett des Königs hängt, zeigt die von Friedrich verehrte, hochbezahlte Tänzerin Barbarina. Nach dem Krieg bemüht sich der König, sein Land wieder aufzurichten. Seine friedlichen Eroberungen finden in der Mark statt. Der Finow-Kanal und der Storn und vor allem auf die Festigkeit der Steinmauern, hinter denen sie sich verschanzen können. Friedrich ist gezwungen, die Störenfriede gewaltsam niederzuringen. Da er keine große Streitmacht hat, setzt er eine neu entwickelte Waffe ein, die Artillerie. Die neuartigen Geschütze schießen mit schweren Steinkugeln Breschen in das Mauerwerk der Burgen, die dann im Sturm genommen werden. Die schwerste Kanone, die Faule Grete, gelangt bei den Märkern zu sagenhaftem Ruhm. Nur alle 3 Stunden kann die Faule Grete feuern und 36 Pferde müssen sie in ihre Stellung ziehen. Die Kanonen werden aus Braunschweig geholt und vom Herzog von Sachsen geliehen. Nach 2 Jahren hat Friedrich von Hohenzollern den Widerstand der märkischen Ritter gebrochen. König Sigismund erkennt, dass sein Statthalter seinen Machtanspruch in Brandenburg durchzusetzen weiß und hat nun keine Bedenken mehr, Friedrich zum erblichen Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg zu ernennen. Dies geschieht in einer feierlichen Zeremonie auf dem Konstanzer Konzil, der größten Kirchenversammlung des Jahrhunderts, auf der das ganze Abendland vertreten ist.
Hier wird der Nürnberger Markgraf am 30. April 1415 zum Kurfürsten der Mark ernannt. Mit ihm beginnen 500 Jahre Hohenzollernherrschaft in Brandenburg. Es ist das gleiche Konzil, auf dem der tschechische Reformator Johannes Hus seine Gedanken gegen das Streben der Kirche nach weltlicher Macht und Reichtum darlegt. Er wird unter Bruch der Zusage für freies Geleit auf dem Konzil als Ketzer abgeurteilt und am 6. Juni 1415 verbrannt. Ein Sturm der Entrüstung bricht unter der Anhängerschaft in Böhmen und Mähren los. Die Hussiten schlagen in blinder Wut auf alles ein, was sich zu der alten Kirche bekennt. Der Papst ruft zu einem Kreuzzug gegen die böhmischen Ketzer auf. Und der Kaiser erinnert sich seines Feldherrn Friedrich, den er gerade zum Kurfürsten von Brandenburg ernannt hat. Und er empfiehlt das Gasthaus zum Goldenen Löwen. Tatsächlich lassen sich 1000 Studenten im ersten Jahr in die Matrikel einschreiben. Zu ihnen gehört Ulrich von Hutten, der spätere Humanist und Kämpfer für die Reformation. Im Promotionsregister findet man die Eintragung seines Baccalaureats. Thomas Münzer aus Stolberg ist im Wintersemester 1512-13 eingetragen. Später wird er zu einem bekannten geistigen Führer der aufständischen Bauern im Bauernkrieg. Etliche Jahre nach seinem gewaltsamen Ende fügt man seinem Namen in der Matrikel einen Vermerk hinzu. Sediciosus, Aufrührer. Rektor Wimpina, verbissener Gegner allen neuen Denkens, macht die Viadrina zur Hüterin des alten katholischen Glaubens. Trutz Wittenberg nennt sie sich. An dieser Stelle hat das erste Gebäude der Universität gestanden. Sie wird sich das ganze Jahrhundert im Widerspruch zur Reformation befinden. 1518 versteigt sich Wimpina gar dazu, den berüchtigten Ablasshändler Johann Tetzel zum Doktor der Theologie zu promovieren. Kein Wunder, dass die Zahl der Studenten in den nächsten Jahren immer kleiner wird. Im Alltag des Landes Brandenburg wird sich aufklärerisches Denken nur zögernd durchsetzen. 1509 erlaubt Joachim I., da ihm das finanziell nützlich ist, 30 jüdischen Familien die Ansiedlung hier im Lande. Die Stände aber sind Gegenpersonen, die dem Kurfürsten Geld zur Verfügung stellen. Sie wollen nicht zulassen, dass er sich von ihnen unabhängig macht. Bei einem Einbruch in die Kirche von Knoblauch wird eine Monstranz mit zwei geweihten Hostien gestohlen. Der Bernauer Kesselschmied Paul Fromm gesteht die Tat. Mit der Folter wird ihm ein zweifelhaftes Geständnis abgepresst. Er habe eine Hostie dem Spandauer Juden Salomon verkauft. Nun wird, wie man hier sehen kann, eine Gräuelgeschichte an die Öffentlichkeit gebracht. Es heißt, ein Jude hätte die Hostie zerschnitten und in frevelhafter Absicht in Brotteig geknetet. Im Backofen erscheint dann das gemarterte Jesuskind. Teile der Hostie wären angeblich an andere Juden verteilt worden und die hätten die geweihten Stücke zerstochen und zerschlagen. Die Folterknechte erpressen immer mehr Namen von ihren jüdischen Delinquenten. Am Ende werden 40 Angeklagte, die die Folter überlebt haben, vor den Berliner Richter geführt. Als Kennzeichen der Verachtung müssen sie weiße, spitze Hüte tragen. 38 von ihnen erleiden vor den Toren von Berlin den Feuertod, nachdem sie mit glühenden Zangen gemartert wurden. Zwei, die sich zum Christentum bekehrt haben, werden begnadigt und eine